willkommen bei dem, bei der Podiumsdiskussion oder bei dem Gespräch mit dem Titel Digitale Revolution? Ich freue mich sehr, es wird, glaube ich, sehr spannend. Und erstmal werden wir gleich erstmal stelle ich die DiskutantInnen vor. Zu meiner Rechten, Anke Domscheit-Berg, ist Unternehmerin, Publizistin und Aktivistin zu den Themen Open Government, digitale Gesellschaft und Geschlechtergerechtigkeit. Sie wurde 2010 mit dem Frauenpreis des Landes Berlin ausgezeichnet. Im März 2015 erschien ihr zweites Buch, Ein bisschen gleich ist nicht genug, warum wir von Geschlechtergerechtigkeit noch weit entfernt sind. Zu meiner Linken, Halina Wawrzyniak, ist seit 2009 Abgeordnete des Deutschen Bundestages. In der 17. Wahlperiode war sie Mitglied in der Enquete Internet und digitale Gesellschaft. In der 18. Wahlperiode ist sie rechts- und netzpolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion Die Linke. Im Bereich des Digitalen setzt sie sich für gleichen Zugang aller Menschen zum Internet ein. Und ganz rechts, der Quotenmann, Christian Fuchs, Professor für Social Media an der University of Westminster und Redakteur der Zeitschrift CCC, Communication, Capitalism and Critique. Und mit Christian fangen wir auch an. Der wird uns nämlich einen kleinen Input und Vortrag zu dem weiten Themenfeld digitale Revolution, ja oder nein, Internet, Fluch oder Segen, geben. Christian. Okay, also ich möchte einen Input geben zu Digitalisierung und Gesellschaft. Und mein Ansatz dazu ist, dass ich denke, Marx und marxistische Gesellschaftskritik und Theorie kann uns dazu einiges sagen. Und eines der Dinge bei Marx ist ja, dass er ein dialektischer Denker ist. Das heißt, er denkt in Widersprüchen. Und ich denke, wir sollten auch das Internet in der heutigen Gesellschaft in Widersprüchen denken. Und ein erster Widerspruch, den ich dabei interessant finde, ist das, was man nennen könnte, der Widerspruch zwischen digitaler Arbeit und digitalem Kapital. Also man kann sich ja die Frage stellen, wie funktioniert das, dass Google im Jahr 2014 über 14 Milliarden US-Dollar Profit gemacht hat und Facebook fast 3 Milliarden US-Dollar. Das heißt, da wird irgendwie Wert geschöpft. Wie funktioniert das? Und Marx hat ja, wenn er diese Kapitalakkumulation beschreibt, diese Formel G, also Geld, mit dem Ware W gekauft wird, wo dann produziert wird, P, eine neue Ware, W', die verkauft wird und dann hat man G', was mehr Geld ist. Die Frage ist aber jetzt, was ist bei Google und Facebook die Ware? Die Ware ist offensichtlich nicht die Plattform, weil dafür bezahlen wir nicht. Ja? Also muss was anderes die Ware sein und diese Plattformen sind ja eigentlich keine Kommunikationsplattformen, sondern die weltgrößten Werbeagenturen. Also sie verkaufen persönliche Daten, um personalisierte Werbung dann auf den Profilen anzubieten. Ja. Wenn es allerdings eine Ware gibt, dann muss es immer, also bei Marx, eine abstrakte Arbeit geben, die Wert schöpft, der sich dann in der Ware vergegenständigt. Also wir können dann sagen, dass die Nutzung dieser Plattformen eine Form von digitaler Arbeit ist, die wertschöpfend ist. Und das Entscheidende, denke ich, ist dann, dass die Nutzer und Nutzerinnen Daten, Inhalte und soziale Beziehungen produzieren und Daten und Metadaten, die dadurch entstehen. Es findet eine permanente Überwachung ihrer Aktivitäten statt, wodurch auch personalisierte Werbung möglich wird und eine algorithmische Versteigerung von Werbeflächen auf den Profilen der Nutzer und Nutzerinnen. Was auch für sehr viel Aufsehen in den letzten Jahren gesorgt hat, ist die Steuerflucht dieser großen Konzerne, auch andere Unternehmen wie Amazon, Apple und so weiter, die ja alle im Silicon Valley in den USA angesiedelt sind und sehr profitable Unternehmen sind und quasi also eine Netzwerkstruktur haben in ihrer Organisationsstruktur und ihre ganze Finanzstruktur auslagern, Algorithmen patentieren in Steuerparadiesen und da ist auch ein Widerspruch, also ein Widerspruch von dem globalen Internet und nationalstaatlicher Politik und Regulation. Ja, also Steuergesetzgebung wird dann sehr schwierig für solche Unternehmen. Ja, also, aber wenn es jetzt Ausbeutung digitaler Arbeit und Überwachung gibt, dann ist die Frage, ja, was kann man da jetzt
machen dagegen. Ich denke, die falsche Schlussfolgerung ist, dass wir sollten nicht das Internet und soziale Medien verteufeln oder ablehnen. Ja? Es nützt nämlich auch, und es nützt auch nicht, wenn man auf Facebook alle Privatsphäre-Mechanismen aktiviert und möglichst unsichtbar bleibt, weil diese Daten, die kommuniziert werden, werden trotzdem produziert, auch wenn ich sämtliche Privatsphäre-Algorithmen in Frage gestellt habe. Man muss auch sehen, dass bei Marx hat ja die Ware einen Gebrauchswert und einen Tauschwert. Und diese Gebrauchswertdimension ist auch ganz wichtig, ja? Also die durch konkrete Arbeit hergestellt wird. Und soziale Medien, darum heißen sie ja soziale Medien, haben auch einen wichtigen Gebrauchswert. Ja? Sie ermöglichen uns den Austausch von Informationen, Kommunikation, Gemeinschaftsbildung und so weiter. Und wir müssen auch diese positiven Aspekte sehen. Also ich denke, die Kritik sollte dann daran ansetzen, an der Wertform der Taten und an dem Phänomen der Kommodifizierung. Ein zweiter Widerspruch hat zu tun mit dem, was Marx genannt hat, der Widerspruch von Produktivkräften und Produktionsverhältnissen. Zu diesem Thema ist in der Wochenendausgabe der Jungen Welt ein Artikel von mir, ja, und ich fasse das ganz kurz vielleicht zusammen. Also ich denke, dieser Widerspruch bekommt im Internet eine neue Dimension. Also wir haben es hier mit vernetzten digitalen Produktivkräften zu tun, und Information hat ja ganz spezifische Eigenschaften. Information verzehrt sich nicht in ihrem Gebrauch, sie ist einfach, schnell und billig reproduzierbar und stellt eigentlich die Verwandlung von Information in Ware in Frage. Darum ist ja auch im Internet sowas entstanden wie eine Art Geschenkökonomie. Das ist sozusagen diese Geschenkökonomie, die vernetzte Produktivkraftentwicklung. Was wir aber beachten müssen, ist, dass bei diesem Widerspruch, den Marx beschreibt, sind diese Produktivkräfte eingebunden in Klassenverhältnisse. Was real bedeutet, dass Informationsarbeitende im real existierenden Kapitalismus irgendwie durch Erwerbsarbeit auch ein Auskommen finden müssen. Und das führt zu großen Widersprüchen, wenn wir zum Beispiel denken an Musik, Filme im Internet, Filesharing, dann gibt es dann natürlich den Versuch, Filesharing-Nutzer zu kriminalisieren. Ich denke, das sollte man ablehnen, ja, und kritisieren. Andererseits muss man aber auch sehen, dass es kreativ Arbeitende gibt, die irgendwie die Sorge haben, dass sie in der Netzökonomie kein Auskommen finden können mehr. Und das ist genau durch diesen Widerspruch bedingt. Andererseits ist es auch nicht so, dass jetzt die gesamte Medienökonomie gegen Filesharing ist. Ja, so zum Beispiel YouTube, Facebook und ähnliche dieser Konzerne sprechen sich durchwegs für die Entkriminalisierung von Filesharing aus. Also das ist sozusagen ein Widerspruch zwischen verschiedenen Klassenfraktionen dann. Einerseits die Medieninhaltsindustrie, die Inhalte verkauft, und die kapitalistische Offenheitsindustrie, die durch diese Offenheit auf andere Arten und Weisen Kapital akkumuliert. Wir sehen diesen Widerspruch auch im Journalismus, im Publikations- und im Verlagswesen, also weil es ja alle möglichen Formen von Online-Publikationen jetzt gibt, ja, die Informationen gratis zur Verfügung stellen im Internet, was an sich was Wünschenswertes und eine gute Entwicklung ist. Andererseits stellt sich aber für Publikationen auch die Frage, wie sie dann irgendwie noch Geld machen können. Ja, und ich bin jetzt nicht so drüber besorgt, wenn das irgendwelche großen Medienunternehmen sind, die Tageszeitungen publizieren, aber es betrifft auch Alternativpublikationen. Ja, also wenn wir an sowas denken, linke Tageszeitungen wie die Junge Welt oder das Neue Deutschland, die haben keine großen Werbeeinkommen. Ja? Also Coca-Cola und McDonald's werden vielleicht bei diesen linken Tageszeitungen nicht so gerne inserieren. Wenn es aber dann diesen Anspruch gibt, der Online-Ökonomie und all Information soll gratis zur Verfügung sein, wie können dann diese alternativen Projekte irgendwie überleben? Ja? Es könnte schwierig werden. In diesem Artikel in der Jungen Welt beschreibe ich einen spezifischen Konflikt zwischen Lawrence und Wishart. Das ist ein englischer Verlag, der die englische Version der Marx-Engels-Werke, die Marx-Engels-Collected Works, herausgibt, und der Plattform marxists.org, wo all diese
Marx-Engels-Werke auf Englisch digitalisiert wurden und ins Netz gestellt worden. Ja. Das hat zu einem Konflikt geführt, ja, wo sozusagen der Verlag, Lawrence & Wishart, argumentiert hat, dass die bösen Netzlinken nicht für die Bücher bezahlen wollen, ja, und einer Konsumkultur aufsitzen, wo sie meinen, man muss nicht für Inhalte bezahlen. Und sie haben sozusagen Angst, dass sie als linker Verlag nicht mehr überleben können. Andererseits hat es große Online-Proteste gegeben mit tausenden Unterschriften zu Petitionen, wo Leute argumentieren, ja, man kann nicht die Ideen von Marx und die Schriften von Marx und Engels mit einem Copyright belegen. Marx und Engels als Kommunisten wären da dagegen. Ja, also es gibt sozusagen einerseits eine Netzlinke, die sagt, der Kommunismus ist schon im Internet. Andererseits eine eher traditionelle, manchmal gewerkschaftlich orientierte Linke, die Befürchtung hat, dass Arbeitsplätze durch die Digitalisierung zerstört werden, vor allen Dingen im Kultur- und Medienbereich. Ich denke, beide Positionen müssen ernst genommen werden, ja, da es ja auch linke Positionen sind. Das Problem ist allerdings genau das, dieser Widerspruch, von dem Marx spricht, ja, also dass die vernetzten Produktivkräfte des Internets Information sehr einfach in ein Gemeingut verwandeln, das eigentlich die Profite der kapitalistischen Medien- und Kulturindustrie in Frage stellt. Das Problem ist aber zugleich, dass in kapitalistischen Organisationen es eine Dialektik von Profit und Lohn gibt. Ja? Das heißt, Profit und Lohnarbeit sind miteinander verkoppelt. Das heißt, wenn dieser Internetkommunismus jetzt diese kapitalistischen Medieninhaltsindustrien angreift, dann greift er zugleich auch die Löhne der Lohnarbeitenden in diesen Industrien an. Und die Frage ist, wie geht man da jetzt um irgendwie damit? Welche Lösungen kann man dafür finden? Also ich denke, dass weder traditionelle Urheberrechtsverteidigung noch die Leute, die File-Sharing machen und ähnliches, noch die Annahme, dass es diesen Internetkommunismus gibt und dass Leute ein Auskommen durch Lohnarbeit finden müssen. Beide Annahmen sind falsch. Ja? Was soll man da jetzt machen? Das ist ein schwieriges Problem, aber ich komme dann nochmal darauf zurück. Ein dritter Widerspruch ist eher ein politischer Widerspruch, der zu tun hat mit einem Widerspruch zwischen dem, was ich nennen würde, dem überwachungsindustriellen Komplex einerseits und den Bürger und Bürgerinnen als politischen Subjekten andererseits. Und seit dem 11. September 2001 ist es ja zu einer ganz massiven Extensivierung und Intensivierung von Überwachung gekommen, was auch mit einer Ideologie einhergeht, ja, also wer nichts zu verbergen hat, der hat nichts zu befürchten und so weiter. Und das Ganze ist natürlich durch Edward Snowdens Aufdeckungen der Existenz eines globalen Internetüberwachungssystems nochmal auf eine neue Ebene gehoben worden. Ich denke, was man hier aber auch sehen sollte, natürlich ist das staatliche Überwachung durch Polizei und vor allen Dingen Geheimdienste wie die NSA, Bundesnachrichtendienst und andere. Aber ich würde hier vom überwachungsindustriellen Komplex sprechen, denn auch Kommunikationsunternehmen spielen hier eine Rolle. Also genau diese Kommunikationsunternehmen, die Daten und Informationen zunächst kommodifizieren, Facebook, Google, aber auch Microsoft, Apple, Skype und noch einige andere, stellen diesen staatlichen Institutionen diese Daten bereit und geben ihnen Zugriff darauf. Und was dann noch dazu kommt, sind private Sicherheitsfirmen wie Booz Allen Hamilton, also das ist das Unternehmen, für das Edward Snowden gearbeitet hat, an die dann die Durchführung der Überwachung ausgelagert wird. Also Überwachung und staatliche Überwachung ist auch eine sehr profitable Industrie und wir müssen hier die Verkopplung von Staat und Kapital sehen. Also ich denke, eine Kritik, die gerechtfertigt ist, ja, und sozusagen die Einschränkung von Bürgerrechten und von Privatsphäre sieht, die ist notwendig, greift aber zugleich auch zu kurz. Ja. Und in Deutschland ist ja die Kritik an Überwachung von einem Privatsphäre-Diskurs her sehr weit verbreitet, wahrscheinlich am verbreitetsten in Europa oder in der Welt überhaupt. Das Problem, das ich damit habe, ist, dass Privatsphäre eigentlich auch irgendwie verkoppelt ist mit der Idee des Privateigentums. Ja, also es ist so diese Idee, meine Daten, die gehören mir, ja, genauso wie mir gehört mein Unternehmen, mein Auto, mein Garten, meine Familie, also so eine Art bürgerlicher Besitzindividualismus, ja, dann ist es auch dieser Anspruch, das sind meine Daten, die gebe ich nicht her. Ja, beziehungsweise entstehen dann vielleicht Ideen, ja, wenn ich sie verkaufen könnte und Geld dafür bekommen könnte, dann vielleicht. Ja. Aber ich denke, das Grundproblem ist sozusagen dieser überwachungsindustrielle Komplex. Und würden wir aber diese Unternehmen
des kapitalistischen Internetunternehmen vergesellschaften und würde es keinen Grund mehr für Überwachung geben, ja, also einerseits, also würde die staatliche Überwachung und die ökonomische Überwachung wegfallen, dann könnte durchwegs das Teilen von Daten, Inhalten und so weiter etwas sehr Positives sein. Ja. Und ich denke, es greift auch zu kurz, wenn man davon ausgeht, wir benutzen, Hacker gehen oft davon aus, wir sollten Privacy-Enhancing Technologies verwenden, anonymisieren von E-Mail und so weiter, dann kann uns nichts passieren. Die Überwachung findet aber trotzdem statt. Ja, auch wenn ich alle meine E-Mails anonymisiere, anonymes Browsing verwende und so weiter. Also das greift eigentlich irgendwie ein bisschen zu kurz, meiner Ansicht nach. Was können politische Antworten sein? Also ich denke, es bedarf einer Debatte, oder die gibt es ja auch schon, die darauf abzielt, kulturelle und digitale Antagonismen des Internets als Gegenstand politischer Kämpfe, linker politischer Strategien und politischer Forderungen zu sehen. Und ich war nicht hier am Donnerstag bei der Eröffnung, aber ich habe mir den Webstream davon angesehen, wo auch die Anke ja war mit der Frigga Haug und dem Evgeny Morozov. Und der Evgeny Morozov hat dort einen Satz gesagt, den ich interessant gefunden habe, ganz am Ende, wenn es um die politischen Strategien gegangen ist. Er hat gesagt, wer braucht denn heute die Linke, wenn es Google gibt? Das hat mir nicht gefallen eigentlich, ja? Weil ich würde genau umgekehrt sagen, wir brauchen linke Bewegungen und linke Parteien und eine digitale Linke, genau deswegen, weil es Google gibt, genau deswegen müssen wir uns überlegen, was machen wir jetzt, ja, gegen diesen digitalen Kapitalismus und all seine Probleme, die dadurch entstehen. Also ich denke, das greift bei Morozov irgendwie zu kurz, was auch damit zu tun hat, dass er nicht aus einer linken Theorietradition kommt und sozusagen daher sich dann auch nicht überlegt, wie könnte linke Politik jetzt funktionieren, damit wir in diese Widersprüche irgendwie intervenieren. Gleichwohl teile ich sozusagen sehr viel von seiner grundsätzlichen Skepsis und Kritik, die er anbringt, die auch notwendig ist. Also ich denke, es geht um Alternativen, wo die Frage ist, wie kann man die voranbringen und welche Politik kann man da machen? Also ich denke, wir brauchen Alternativen zu Facebook, Google und so weiter. Zum Beispiel, wenn wir an YouTube denken Plattformen, die Nutzer, für das Teilen nutzergenerierter Inhalte, vor allen Dingen Videos, dann wäre es ja durchaus auch vorstellbar, dass öffentlich-rechtlicher Rundfunk zu Internet-Plattformen werden, ja, also ARD, ZDF, BBC, ja, die dann eine Art YouTube auch anbieten. Ja. Das Problem bei ist natürlich, dass die Serverkapazitäten, die man dazu braucht. Ja. Aber öffentlich-rechtliche Unternehmen könnten es vielleicht irgendwie machen. Rechtlich ist es aber nicht möglich in Europa, weil es wenn ein öffentlich-rechtliches Medienunternehmen einen neuen Service, eine neue Technologie einführen will, wird ein sogenannter Public Service Test gemacht. Das inkludiert auch einen sogenannten Markttest, ob es Marktverzerrung gibt. Und wenn jetzt ZDF ein YouTube starten würde, dann würde sozusagen würden die Konkurrenzbehörden der EU sagen, das konkurriert ja mit YouTube irgendwie, ja, das geht irgendwie nicht. Ja. Aber gleichzeitig ist aber genau Google, die YouTube betreibt, in der Kritik, keine Steuern in Europa zu bezahlen und so weiter. Ich denke aber, also öffentlich-rechtlicher Rundfunk, Umwandlung in öffentlich-rechtliche Medien wäre hier eine Möglichkeit. Ich hätte allerdings Bedenken bei all den Plattformen, die sehr viele persönliche Daten speichern, wie Facebook. Also Facebook würde ich nicht gerne verstaatlichen und dann an ZDF oder ARD oder BBC geben. Hier denke ich, hier sollte es zivilgesellschaftliche Ansätze geben. Ja, also man könnte Facebook zunächst mal verstaatlichen und dann an Wikipedia geben zum Beispiel. Ja. Eine zweite Idee ist das, was ich nenne, eine partizipative Mediengebühr. Ja, also es gibt ja eine Rundfunkgebühr, in Deutschland sind es, glaube ich, 17,50 Euro, ja, in England bei der BBC, also ich lebe in Großbritannien, sind das 12 Pfund, das ist circa das Gleiche. Man könnte sich vorstellen, die Rundfunkgebühr in eine Mediengebühr umzuwandeln, die nicht nur von Haushalten bezahlt wird, sondern auch von Unternehmen und die nicht flach ist, ja, also jeder Haushalt bezahlt 17,50 Euro, sondern dass es progressiv ist, sodass die, die niedrige Einkommen haben, gar nichts bezahlen und Unternehmen, die hohe Profite machen, sollten da ganz viel bezahlen. Ja? Also ich denke, man kann das verbinden mit der Idee der Unternehmensbesteuerung, die ich für eine ganz zentrale politische Forderung heute halte.
Wenn der Staat dann mehr Einkommen hätte, was könnte man dann mit diesem Geld machen? Ich stelle mir das so vor, dass man dann einen Bürger- und Bürgerinnen-Scheck macht, dass jeder Bürger und Bürgerin oder jeder Haushalt durch partizipatives Budgeting einen gewissen Betrag bekommt und den dann an nicht kommerzielle Internet- und Medienorganisationen spenden kann. Ich habe mir da Zahlen angesehen, ja, also eigentlich die Internetökonomie basiert auf Werbung, aber eigentlich mag niemand Werbung irgendwie. Ja? Also Werbung wird eher als was Gefährliches, als was Schädliches, als Unnötiges angesehen. In Deutschland ist der jährliche Werbeumsatz ca. 20 Milliarden Euro. Würde man diesen Werbeumsatz mit einer 10-prozentigen Werbesteuer belegen, ja, wären das ca. 2 Milliarden Euro. Würde man das dann an alle Haushalte weitergeben, an alle deutschen Haushalte, wären das 50 Euro bereits pro Haushalt. Und die Idee wäre sozusagen dann die, dass diese Haushalte oder Bürger, Bürgerinnen dann das an nicht kommerzielle Medienorganisationen weiterspenden. Ja. Wodurch das Problem ist sozusagen, wenn es Alternativen gibt, ja, und ich rede nicht nur von alternativen Internetplattformen, auch von alternativen nicht kommerziellen Journalismus und anderen Alternativprojekten, die brauchen auch Ressourcen irgendwie, ja, weil es sehr schwierig, weil dort die Idee der Kommodifizierung irgendwie sehr zu kurz greift. Dritter Bereich irgendwie, also die Copyright-Industrie, natürlich sollte File-Sharing entkriminalisiert werden, aber ich denke, das ist nicht weitgehend genug, ja, also weil auch sozusagen die Kulturarbeitenden Angst haben, dass sie ihren Job verlieren und so weiter. Ja. Natürlich muss man das so sehen, das ist kein Widerspruch zwischen Internetnutzern und Kulturschaffenden, sondern es ist ein Widerspruch zwischen Internetnutzern und Kulturschaffenden einerseits und großen kapitalistischen Medienkonzernen andererseits. Und ich denke, man braucht stärkere staatliche Förderungen für nicht kommerzielle Medienprojekte. Diese Idee der partizipativen Mediengebühr könnte damit einhergehen. Man kann aber auch in diesen Bereichen irgendwie ja, so experimentieren mit anderen Formen von Lizenzen, ja, also neue Formen von Lizenzen, wo man zum Beispiel ein Copyright auf Bücher ja, oder Filme oder welche Inhalte auch immer, ein verkürztes Copyright macht, zum Beispiel von 5 Jahren, und dann sagt, nach 5 Jahren geht es automatisch in Creative Commons Güter über. Oder man kann zum Beispiel sowas machen, dass man ein Copyright zum Beispiel, ja, nehmen wir an, es gibt einen linken Verlag, ja, der könnte zum Beispiel ein Copyright auf die ersten 500 oder 1000 verkauften Kopien eines Buches machen, und man hat so einen Zähler auf der Webseite, ja, kaufe ich das Buch, dann sind es nicht mehr 500, sondern 499, sind 500 Stück verkauft, dann könnte automatisch die digitale Version ins Netz gestellt werden. Also ich denke, mit solchen Dingen sollte man durchwegs experimentieren. Das Wichtige ist aber schlussendlich staatliche Politik, denke ich. Ja? Und sozusagen die Frage, was ist linke Medienpolitik, linke Netzpolitik und wie können hier linke Strategien und Forderungen gemacht werden. Mir kommt generell so vor, also, ja, ich bin ein Sozial- und Gesellschaftswissenschaftler, ja, dass in marxistischer Gesellschaftswissenschaft oft diese Fragen nach dem Netz und den Medien irgendwie ein bisschen abgetan werden. Ja. Also wenn ich zu Konferenzen gehe, wie der Historical Materialism Konferenz und anderen, dann geht es da eigentlich um alle spannenden Fragen, wie die Wirtschaftskrise, der tendenzielle Fall der Profitrate und so weiter. Aber irgendwie Medien, Internet, irgendwie wird Kultur, das wird irgendwie so als Überbauphänomen manches Mal betrachtet. Also ich denke aber, dass diese Medienfragen ganz wichtige politische Fragen heutzutage sind. Das Ziel linker Medienpolitik und Internetpolitik sollten soziale Medien und ein Internet 2.0 sein. Ja? Aber soziale Medien existieren noch gar nicht, meiner Meinung nach, weil sozial würde sozusagen Vergesellschaftung voraussetzen. Und heute gibt es staatliche und kapitalistische Kontrolle des Netzes und beides miteinander verkoppelt. Also ein Internet 2.0 und wahrhaft soziale Medien wären sozialistische Medien und ein sozialistisches Internet, wozu es allerdings auch einer sozialistischen Gesellschaft bedarf. Also denke, sozusagen die Zielvorstellung wäre sozusagen ein sozialistisches Internet in einer sozialistischen Gesellschaft. Das können wir aber nicht, also der Kommunismus ist noch nicht da. Ja? Es gibt kein Formen davon im Internet, aber das ist noch nicht der Kommunismus. Ja? Also man muss sich daher durchwegs überlegen, wie kann man radikal reformistische Medien, Internet und Gesellschaftspolitik machen,
um die kapitalistische Dominanz der Medien und des Internets schrittweise zurückzudrängen und dann schlussendlich dieses Internet 2.0 voranzubringen. Danke. Danke für diese doch am Ende sehr auch kämpferische Ausführungen, aber vor allen Dingen auch sehr abstrakt. Und ich hoffe, dass wir das jetzt in der Diskussion ein bisschen nochmal aufdröseln können und die verschiedenen Aspekte eben auch nochmal beleuchten können, sodass man eben auch den Ausführungen vielleicht im Nachhinein noch ein bisschen besser folgen kann. Ich will auf jeden Fall damit anfangen, dass eben weil es ja auch, also es ist sehr, sehr komplex, das haben wir in dem Vortrag ja auch gemerkt, dass die ganzen Widersprüche, die sich da zeigen, aber ich möchte am Anfang doch nochmal auf die tatsächlich positiven Aspekte und die Potenziale eingehen. Und da würde ich mit Anke anfangen, weil du bist, wie wir auch gehört haben, auch politische Aktivistin neben all deinen anderen Aktivitäten. Das warst du ja aber auch schon mal vor über 25 Jahren. Also du warst nicht wirklich politische Aktivistin, aber ich erinnere mich an dein Buch. Ja, also du hast gesagt, du hast noch keine, also der Mauerfall kam dir den Konsequenzen zuvor für dein Engagement. Das heißt, also, du warst, so wie ich das verstanden habe, noch sehr früh dabei. Und ich würde jetzt einfach mal gerne von dir hören, wo liegt der Unterschied im Aktivismus durch das Internet und was hat es konkret für dich in deinem Aktivismus auch verändert, auch aus einer natürlich linken Perspektive? Also ich war schon eine politische Aktivistin damals, wie die vielen anderen auch, die im Sommer und Herbst 89 auf die Straße gegangen sind oder anderweitig versucht haben, zwei Dinge zu tun, nämlich zu informieren und zu mobilisieren. Das sind zwei Dinge, die immer dann, wenn man kleine Revolutionen plant oder auch große, besonders wichtig sind. Und das ist genau das Feld, wo ich glaube, dass es heute viel einfacher geworden ist. Ich war damals, also wenn ich mich an ein Gefühl erinnern muss aus der Zeit, dann ist es wirklich eine unsägliche Müdigkeit, denn tagsüber habe ich zumindest stellenweise versucht zu studieren. Und nachts saß ich an der Schreibmaschine meines Großvaters und habe mit völlig ausgenuddelten Kohlepapierchen versucht, diverse Aufrufe abzuschreiben oder mir selber welche aus den Fingern zu saugen, Gedächtnisprotokolle polizeilicher Übergriffe zu vervielfältigen und am nächsten Tag das, was ich da so mühsam getippt habe, in winzigsten Auflagen irgendwie an den Mann und die Frau zu bringen. Wir haben zum Beispiel eine Studentendemonstration geplant, das sollte eine ganz große DDR-weite Demonstration werden. Wir hatten Wochen Vorlauf dafür, weil es anders gar nicht ging. Wir haben sozusagen das eben auch aufgeschrieben, diesen Aufruf, per Hand abgeschrieben oder abgetippt und haben das dann über heimfahrende Studenten und ihre jeweiligen Wohnorte an die dortigen Bildungsinstitutionen, wo die halt alle so herkamen, weiter verteilt. Und so ging das ganz langsam, Wochenende für Wochenende. Manche Sachen haben wir auch per Post verschickt, aber da weiß man ja immer nicht so genau. Damals, heute auch wieder nicht. Und das dauerte halt, das dauerte wirklich mindestens zwei Monate Vorlauf, die wir für diese Demo gebraucht haben. Was wir damals noch nicht ahnten, war, zwischendurch fiel die Mauer. Sie hat dann also stattgefunden am 17. November, da war die Mauer dann schon weg. Ich erinnere mich, als wir eine Anti-Gutenberg-Demo hatten hier in Berlin, dass der erste Aufruf 4,5 Stunden vor Stattfinden der Demo auf Twitter erfolgt ist. Und es waren viele hundert Personen trotzdem auf dem Potsdamer Platz. Die hatten sogar Plakate und irgendwelches anderes Zeug dabei. Das war damals völlig undenkbar. Und dieses eine Beispiel, wo das so dramatisch verkürzt war, das hat mir damals, also damals Gutenberg zu der Zeit, sehr deutlich gemacht, wie viel einfacher es heute geworden ist, zu mobilisieren für bestimmte Dinge, aber auch auf Unrecht aufmerksam zu machen. Das ist dieses Informieren. Und da reicht es wahrscheinlich, wenn ich hier ein paar Hashtags fallen lasse, egal ob das Aufschrei ist, egal ob das Black Lives Matter ist oder jeder einzelne Name eines weiteren von hinten in den Rücken geschossenen Schwarzen ist, der dann automatisch weltweit bekannt wird und Schlagzeilen macht. Und bei Ferguson haben wir gesehen, dass offizielle Medien ja nur wegen des Aufruhrs in Social Media überhaupt darüber berichtet haben. Und das hatte immerhin weitreichende Konsequenzen bis hin zu Bundeskommissionen, die sich da die Polizei in Ferguson vorgenommen haben. Danke. Halina, du bist ja jetzt
Natürlich politisch, du bist ja auch, aber natürlich in einem parlamentarischen Rahmen. Du bist seit 2009 im Bundestag, also bist auch im Zuge dieser riesigen Debatte um die Netzsperren und um auch damals schon VDS in den Bundestag gekommen. Kannst du dich erinnern, wie jetzt so die letzten 6 Jahre sich verändert haben? Also wie das 2009 war mit der Politik und dem Parlament und jetzt 6 Jahre später, ist da schon eine Veränderung sichtbar? Und wenn ja, wie würdest du die qualifizieren und macht dir das Angst? Findest du das gut? Naja, ich würde erstmal damit anfangen. Verändert hat sich vor allen Dingen, dass der Server der Bundestagsverwaltung regelmäßig abkackt, weil der noch so ausgerichtet ist, dass man nicht davon ausgeht, dass Mitglieder des Bundestages selbstständig mit einem Smartphone oder mit einem Tablet sich informieren und Mails abrufen. Das ist sozusagen die ganz praktische Auswirkung. Wenn man es jetzt aber auf die politische Ebene zieht, dann glaube ich, war das so vor 6 Jahren, dann war Internet, Computer, irgendwas so für ein paar Spinner in den Fraktionen. Also die konnten sich dann zusammensetzen, denen hat man auch gleich noch eine Enquete gegeben. Da konnten sie viel Zeug erzählen und konnten schöne Berichte schreiben und ja, so waren sie beschäftigt. Und wenn man sich das heute anguckt, glaube ich, hat diese Arbeit, aber auch die Berichterstattung über diese Arbeit, das darf man an dieser Stelle nicht vergessen, dazu geführt, dass zumindest in den meisten Parteien und bei den meisten Abgeordneten sich irgendwie so eine Erkenntnis durchsetzt, ist vielleicht nicht mehr alles so wie noch vor 20 Jahren. Und vielleicht müssen wir auf dem jeweiligen Gebiet, was wir bearbeiten, uns mal Gedanken machen. Und vielleicht hilft es auch nicht, wenn irgendwo das Wort Computer vorkommt oder Internet vorkommt, dass man zu den netzpolitischen Sprechern der Fraktionen läuft und sagt, oh, jetzt müsst ihr uns aber mal eine Antwort geben, weil wir sind nicht Superfrau und Superman und haben alle auch irgendwie, also ich beispielsweise bin von Beruf Juristin, bin keine Ökonomin und bin auch keine Finanzwirtschaftlerin beispielsweise. Und ich glaube, da beginnt ein Umdenken. Das ist aber noch nicht da, wo ich es gerne hätte, um es mal deutlich zu formulieren. Weil ich schon glaube, dass vom Thema Erwerbsarbeit über das Thema Wirtschaftspolitik, über das Thema Finanzpolitik, über das Thema Steuerpolitik, ich rede jetzt gar nicht über den klassischen Bereich sozusagen öffentliche Sicherheit, dass dort alle Verhältnisse auf den Kopf gestellt werden und dass sich Politik darüber Gedanken machen muss, was will es regulieren und wie will es regulieren. Und da, glaube ich, liegt noch ein ziemlich steiniger Weg vor allen. Und es kann auch sein, dass der Prozess verschlafen wird. Und wenn der Prozess verschlafen wird, dann ist es vorbei mit Regulierung. Und dann haben wir halt sozusagen die Macht des Stärkeren. Wäre jetzt nicht mein Ziel, aber deswegen muss man sich auf den Hosenboden setzen. Und zwar alle. Und muss sich die gesellschaftlichen Veränderungen angucken und darauf Antworten entwickeln. Oder schöne Musik da draußen. Ja, und dass die Verhältnisse auf den Kopf gestellt werden, ist ja schon mal eine ganz gute Ausgangsposition. Christian, du bist Professor für Social Media. Du hast es gerade schon mal ein bisschen angerissen. Welche Potenziale siehst du denn in den sozialen Netzwerken und in dieser Vernetzung tatsächlich auch für eine starke politische Linke, für eine neue ArbeiterInnenbewegung, für, also wie siehst du die reale Kommunikation in den sozialen Medien und inwiefern die sich verträgt mit einer starken politischen Linken oder sich kaputt fragmentiert? Also was ist da deine Beobachtungen? Ja, also einerseits, worüber ich jetzt zunächst gesprochen habe, ist sozusagen Digitales und das Internet als Feld der Politik. Aber andererseits, wenn jetzt Politik gemacht wird, ja, dann spielen natürlich das Internet und digitale Medien auch eine Rolle als Informations-, Kommunikations- und Kommunikations-
Mittel und auch als Kooperationsmittel. Und hier denke ich, hat es einerseits schon Veränderungen gegeben, andererseits denke ich, gibt es aber auch bestimmte Limitierungen, die genau durch diesen kapitalistischen Charakter der dominanten Internetplattformen mitbedingt werden. Also ich habe eine Studie gemacht zur Verwendung sozialer Medien durch Aktivisten und Aktivistinnen, weil ja sozusagen seit 2011 sehr viel darüber geredet worden ist, was ist die Rolle sozialer Medien in Protestbewegungen. Ja? Also vor allen Dingen im Zuge des arabischen Frühlings, aber auch schon früher, diese Proteste im Iran 2009 zum Beispiel, dort ist ja diese Idee hergekommen einer Twitter-Revolution, also dass sozusagen diese Silicon Valley-Konzerne und ihre Plattformen dazu führen, dass es diese Revolutionen gibt. Ja? Das ist von linker Seite her, ist das eigentlich abgetan worden, ist gesagt worden, nein, Proteste finden auf der Straße statt. Ja? Also wenn man sich zum Beispiel die Schriften von David Harvey ansieht, der schreibt das ganz explizit, ja? Arabischer Frühling, das waren Proteste auf der Straße, es waren keine sozialen Medien-Revolutionen. Andererseits habe ich aber bei dieser Analyse, politischen Analyse, manches Mal das Problem, dass dann teilweise völlig abgetan wird, dass das Internet irgendeine Rolle spielen könnte. Ja, also David Harvey, der wahrscheinlich kein Facebook-Profil hat, das er selber benutzt, sagt dann, ja, das spielt keine Rolle irgendwie, es sind Proteste auf der Straße. Was meine Studie irgendwie gezeigt hat, also es war eine empirische Studie mit Aktivisten und Aktivistinnen, ist, dass sowohl Face-to-Face-Kommunikation, wenn Leute also zu einem Platz gehen und den besetzen oder ein Haus besetzen, einen Hörsaal und so weiter, natürlich sind das soziale Beziehungen zwischen den Protestierenden und Face-to-Face-Kommunikation. Das spielt eine ganz wichtige Rolle. Gleichzeitig spielt aber auch mediatisierte Kommunikation eine Rolle und es ist sogar miteinander verkoppelt. Also was ich herausgefunden habe, ist, je mehr Leute in den Protesten involviert sind, desto größer ist natürlich ihr soziales Netzwerk innerhalb der Protestbewegungen. Ja? Also desto mehr kommunizieren sie auch untereinander und desto mehr scheinen sie auch das Bedürfnis zu haben, über soziale Medien, das Internet, Mailinglisten und so weiter, einerseits miteinander zu kommunizieren und andererseits auch politische Mobilisierungskommunikation zu machen. Und da bietet das Internet natürlich Vorteile. Gleichzeitig, wenn man aber danach fragt, was sind die größten Nachteile, dann sagen Aktivisten und Aktivistinnen, ja, es ist sehr gut, dass wir eine große Öffentlichkeit erreichen können, aber wir wissen, staatliche Institutionen hören mit bei all dem, was wir machen. Ja, ist ja kein Wunder durch diese Enthüllungen durch Snowden, wie wir jetzt wissen. Und sie sagen ja, eigentlich haben wir auch irgendwie Zweifel daran, das sind kommerzielle Medien. Ja? Also ist Facebook der Freund einer antikapitalistischen Bewegung? Ja? Die 99% und das 1% Facebook ist die Leute, die Facebook besitzen und die Aktien besitzen, sind sicherlich Teil des 1%. Ja? Also das heißt, sozusagen staatliche und ökonomische Zensurmöglichkeiten sind auf kommerziellen Plattformen stärker gegeben. Andererseits fragt man die Aktivisten danach, kennt ihr auch nicht kommerzielle Plattformen? Ja? Gibt ja auch so Dinge wie N-1 zum Beispiel, in der spanischen Protestbewegung hat das eine Rolle gespielt, oder Diaspora, dann muss man sagen, die meisten kennen diese Plattformen gar nicht, diese nicht kommerziellen Plattformen, und sagen, ja, das ist eigentlich so eine Art alternatives Ghetto, dort sind irgendwie ein paar Medienaktivisten irgendwie, und man kann nicht die Öffentlichkeit erreichen. Und das hat aber genau mit der Monopolisierung des Internets zu tun, also alle Nutzer sind auf Twitter und auf Facebook, ja, und das ist sozusagen so ein Login der User dort, will man eine alternative Plattform machen, die durch Medienaktivisten, Aktivistinnen betrieben wird, ist das sehr schwierig, ja, weil wie viele soziale Medienplattformen benutzen wir alltäglich? Ja? Ganz genau. Also vielleicht 3, 4 maximal. Ich würde gerne dann nochmal einhaken, dass wir seit Snowden ja wissen, quasi, das hattest du ja auch schon angesprochen, dass es ja Privatsphäre, wie man das in dem bürgerlichen Sinn kennt, ja eigentlich gar nicht gibt. Und gleichzeitig haben wir jetzt zumindest in Deutschland ja jetzt vor kurzem diesen elendigen Kampf gegen die VDS verloren, würde ich das mal so nennen. Und die Netzbewegung liegt gefühlt so ein bisschen am Boden. Und Christian, du hast in dem Aufsatz, den ich von dir gelesen habe, auch davon gesprochen, dass es eine Fetischisierung des Privaten gibt, bei gleichzeitigem eben übersehen, was Austausch auch bedeuten kann und was das für eine soziale Bedeutung hat. Und ist der Kampf der Linken gegen Überwachung
falsch gelagert gewesen, Anke? Und könnt ihr jetzt auch was zur Piratenpartei sagen? Der halbe Saal ist voll von Piraten in Klammern, / Ex-Piraten. Also ich glaube, wir haben, ich subsumiere die mal mit unter linke Bewegung, denn es wird nicht jedem gefallen, aber das Programm der Piraten ist ja ein linkes Programm, sagen sogar Politikwissenschaftler, deswegen subsumiere ich die mal mit rein. Und da muss man schon sagen, dass wir es zwar versucht, aber nicht geschafft haben. Also die Bewegung war zu sehr gespalten und erst recht die Piraten in sich selbst, das ist ja nicht verborgen geblieben. Man hat sich da zerteilt und zerfleischt, statt sich auf große Kämpfe zu konzentrieren und hat so schöne Sachen gemacht wie kein Handschlag mitten in einem Europawahlkampf, wo es darum ging, in Europa Politik zu machen, die genau solche Dinge hätte zumindest versuchen sollen zu verhindern. Da hat man Prioritäten meines Erachtens einfach falsch gesetzt. Und auch für die linke Partei würde ich sagen, ist zu lange ein Thema wie Netzpolitik so ein Mäusezähnchen-Häkel-Thema gewesen, dass man so wie alle anderen Parteien auch, muss man fairerweise sagen, so delegiert hat an irgendwen. Hanina hat das ja eigentlich schon ganz gut beschrieben, wo man so gedacht hat, man parkt die jetzt mal in so einer Enquete, dann können die mit ihrem eigenen Buddelkasten sich beschäftigen und Törtchen machen. Aber uns als richtige Politiker tangiert es ja eigentlich nicht, was ein grundfalsche Annahme ist, was wir jetzt aber leider ein bisschen zu spät merken. Und was natürlich schwierig ist, wenn man selber nicht in Regierungen drin ist. Man kann in Regierungen selber Dinge anders machen. Wir sehen genau den Unterschied zwischen einer Leuthäuser-Schnarrenberger und einem Heiko Maas. Die eine wirft halt ihr Ministeramt hin, weil sie keine Vorratsdatenspeicherung will und verzichtet darauf und schafft es auf diese Weise, zumindest im zweiten Anlauf, das zu verhindern. Ein Heiko Maas, der kippt halt einfach um. Und die Frage ist, wie weit schaffen wir es jetzt, alle linken Bewegungen, egal welche Labels sie gerade tragen, sie können ja wie ich zum Beispiel gar kein Label mehr tragen, irgendeiner Partei, bin trotzdem eine linke Person. Man kann ja da besser versuchen, sich gemeinsam zu mobilisieren für diesen Kampf. Ich würde noch nicht sagen, er ist schon verloren, weil solange es dieses Gesetz nicht gibt, ist er nicht verloren. Selbst wenn es das Gesetz gibt, ist er nicht verloren. Die letzte Vorratsdatenspeicherung hat es ja auch schon mal als Gesetz gegeben und man hat sie trotzdem weggekriegt. Also da darf man schlicht nicht aufhören, denn ich finde, wir haben ja damals in der Wendezeit, ich muss diese Schublade immer wieder aufziehen, weil die für mich selber so prägend war, meine Politisierung. Wir haben ja damals für Freiheitsrechte und gegen Überwachung gekämpft. Wir haben für die Demokratie gekämpft. In einer digitalen Gesellschaft sehe ich aus Gründen, die schon hinreichend beschrieben wurden, heute die Gefahr eines digitalen Totalitarismus. Und übersetzt heißt das für mich, dass wir für Demokratie jetzt genauso kämpfen müssen wie damals 89, weil sie nicht von selbst sauber bleibt. Das können wir sehen. Sie ist schon jetzt schmutzig. Es ist eigentlich keine Demokratie im engsten Sinne mehr. Es hat schon totalitäre Züge, denn wer Methoden und Mechanismen eines totalitären Staates benutzt, ist irgendwo auch schon so totalitär, wie man halt ein bisschen schwanger sein kann. Und da ist, glaube ich, unsere größte Verantwortung, darüber so aufzuklären, dass mehr Menschen die Tragweite verstehen und das große Risiko, das wir gehen, und sie auch zu schaffen, zu mobilisieren. Und das ist das, was am allerschwersten fällt, wo ich auch keine Blaupause habe, wo ich es einfach immer wieder probiere, weil ich daran glaube, dass es möglich ist. Immerhin ging das Jahr 89 auf, auch obwohl es völlig unwahrscheinlich schien, wenn es damals ging, warum soll es heute nicht wieder gehen? Und es ist für mich schlichthin auch nicht akzeptabel, es nicht weiter zu versuchen, weil ich wüsste überhaupt nicht, wie ich morgen aufstehen soll, wenn ich denken würde, es ist eh alles zu spät. Also so eine schwarze Perspektive ist für mich nicht lebenswert. Gut, meine Frage zielt auch eher in die Richtung, ob die Prioritäten vielleicht ein bisschen klarer, also ein bisschen breiter angelegt werden sollten. Aber das können wir ja gleich auch nochmal besprechen. Aber Halina, der zuckte es schon in den Fingern. Leg los. Naja, mir ist jetzt bei dieser Frage aufgefallen und bei dem Vortrag, der vorhin kam, dass ich glaube, die Linke in so einem komischen Paradoxum lebt. Also auf der einen Seite wird völlig zu Recht staatliche Überwachung kritisiert. Völlig zu Recht. Also da gibt es auch genug zu kritisieren.
Und dann reden wir über Plattformen und über private Plattformen und dass die auch böse sind, was sie sind. Und dann kommt als erst die Idee, na, da muss der Staat aber eingreifen. Und damit bewegen wir uns aber in einem ziemlich blöden Kreis, ehrlich gesagt. Also ja, ich finde staatliche Überwachung total scheiße und finde ich total blöd. Und da ist Abwehrkampf erforderlich. Ich glaube, dass wir das mit der Vorratsdatenspeicherung wieder nur über ein Gericht gekippt kriegen und nicht mehr über die Politik. Das heißt aber auf der anderen Seite auch, dass wir uns verstärkt nochmal darum kümmern müssen, was passiert. Und das ist zu wenig passiert. Aus meiner Sicht, weil es war eben halt die Spielwiese für ein paar Verrückte. Was passiert mit privaten, kapitalistisch organisierten Plattformen? Was machen die mit unseren Daten? Wo gehen die hin? Was weiß ich was? Und an dieser Stelle, glaube ich, kann eben die Antwort gerade nicht sein. So, ganz einfach, wir enteignen die und verstaatlichen die, weil dann sind die Daten wieder beim Staat. Da habe ich dasselbe Problem wieder. Sondern die Frage ist doch einfach, wie kriegen wir das hin, A, mit verschiedenen Mitteln, weil so schnell wird das nicht gehen, was ich danach vorschlage, die Privaten einzuschränken in dem, was sie mit unseren Daten machen können und dürfen. Zweitens, wie kriegen wir die Leute dazu, dass sie da so ein Gefühl dafür entwickeln, was passiert da eigentlich? Das nennt sich, viele nennen das irgendwie Datensouveränität, aber einfach mal zu überlegen, was passiert mit meinen Daten, wem stelle ich die zur Verfügung, auch mal zu schauen, was passiert da eigentlich hinten dran, weil wir vorhin die Debatte hatten, sozusagen, man kann besser informieren. Ich bin immer wieder überrascht, wenn man mit Leuten darüber diskutiert und sagt, irgendwie, also ist ja mitnichten so, dass irgendwie bei Facebook, um mal das Beispiel zu nennen, das irgendwie einfach eingegeben und dann erscheint dort, was man liest, sondern die haben ja auch einen Algorithmus dahinter, der ja auch irgendwie nach einem Mechanismus funktioniert, den keiner kennt. Schlussendlich, glaube ich, muss es darum gehen, dass das, was als Alternativen angesprochen worden ist, dass es tatsächlich sowas wie Selbstorganisierung geben muss. Also sozusagen Menschen müssen sich ihre Plattform schaffen, wie sie es sich wünschen. Und die sollten möglichst große Autonomie von Privaten haben und möglichst große Autonomie vom Staat. Ich finde diese Staatsgläubigkeit von Linken ein zentrales Problem in gesellschaftlichen Auseinandersetzungen. Wie der Kapitalismus 2.0 aussieht, haben wir ja schon am Anfang von Christian gehört. Halina hat das jetzt auch noch mal kurz angesprochen und jetzt würde ich gerne noch mal dann quasi also auf die revolutionären Subjekte quasi noch mal ein bisschen den Blick legen. Und da war ja schon Halinas Kritik, dass das eben eine Staatsgläubigkeit da auch stattfindet und auch immer so ein bisschen diese Last Resort, also das Letzte, was einem irgendwie einfällt, was ja eigentlich, ne, der Staat sind wir alle und so und irgendwie muss das doch funktionieren. Wenn man sich jetzt eben diese digitalen Revolutionäre anguckt, wo wir jetzt auch durchaus einige hier sitzen haben, ja auch auf dem Podium potenziell und so weiter, dann haben wir ja auch schon darüber gesprochen, Hashtag-Aktivismus, also Stichwort Aufschrei und so weiter. Und wir können ja beobachten, dass in dieser Hashtag-Aktivismus, also dass die quasi digitalen RevolutionärInnen ja ähnlich auch kapitalistischen Sachzwängen ausgesetzt sind. Das heißt, wir können das auch, was wir in der Startup-Kultur beobachten können, also Burnout, Selbstausbeutung, Konkurrenz, Missgunst und das alles öffentlich, am besten auf Twitter. Also all die Zwänge, die wir ja auch kennen, die auch immer schon Revolutionäre irgendwie geknechtet haben, weil die Sachzwänge im Endeffekt die gleichen sind. Wie geht man damit jetzt um? Was machen wir? Wie können wir uns also... Was sagst du als digitale Revolutionärin dazu? Na, ich sehe jedenfalls keine Lösung in der Verstaatlichung von irgendwelchen großen Internetkonzernen, schon weil sich als erstes die Frage stellt, welcher Staat denn? Also es sind ja globale Internetkonzerne, das Internet selber ist ja global und kommt ein Staat daher und sagt, ich will ein bisschen von deinen Steuern haben oder deinen Werbeeinnahmen und ich verstaatliche dich jetzt in diesem Land. Ja, was macht denn das Nachbarland, wo die auch YouTube benutzen? Also das geht für mich überhaupt nicht, weil alles, was Internet ist, sich mit Nationalstaatlichkeit gar nicht vereinbaren lässt.
Ich glaube daher auch, dass die Lösung woanders liegen muss. Ich glaube eher, dass es eine noch stärker werdende Graswurzelbewegung von unten geben kann und auch geben wird. Bin ja Optimistin. Und ich glaube, dass das dann eher sowas ist, das ich immer gerne Commonism nenne, also von Commons mit C und zwei O, also nicht das andere. Aber es hat Gemeinsamkeiten, nämlich die Gemeinsamkeit, dass man Eigentum anders verteilt und dass es am Ende nicht mehr darauf ankommt, wer hat Eigentum an irgendwas und ich bin am tollsten, wenn ich möglichst viel Eigentum angehäuft habe, sondern da war der Piratenslogan eigentlich schon ganz großartig, teilen ist das neue Haben. Und wir sehen Entwicklungen in diese Richtung. Wir sehen, dass Menschen unendlich viele Stunden in Akkumulation von Wissen in, zum Beispiel bei Wikipedia investieren. Und wir sehen auch, dass jedes Jahr die Spendenaktion, die Wikipedia aufruft, um sich finanzieren zu können, erfolgreich ist. Menschen geben dafür Geld. Es gibt auch sowas wie Flatter. Das könnte noch größer und schöner sein, aber es ist da. Menschen wollen also zum Beispiel auch Urheber honorieren und bezahlen. Was den Kliktivismus angeht, ich würde das nicht so negativ bezeichnen, denn oft in der Vergangenheit, Ferguson hatte ich ja als Beispiel schon genannt, aber selbst beim Verhindern von ACTA war der Kliktivismus auch ein wichtiges Element. Hätte es nicht die 2 Millionen Arbeitsunterschriften gegeben, die an das Europäische Parlament übergeben worden sind, wäre der Druck vielleicht nicht hoch genug gewesen. Wir wissen es nicht genau. Aber diese Art von Aktivismus, den wir jetzt ähnlich bei TTIP sehen, der ist oft in einem mehrstufigen Widerstand der erste und daher der niedrigschwelligste Schritt, sich überhaupt mit einer bestimmten Materie zu befassen. Zu überlegen, klicke ich überhaupt dafür, bin ich dafür oder nicht? Da muss ich erst mal lesen, worum es geht. Habe ich das gemacht, verfolge ich vielleicht, wie so eine Petition weitergeht. Vielleicht lese ich irgendwo, oh, 1 Million Unterschriften. Und dann interessiert mich erst recht, wie es weitergeht. Dann werde ich noch wütender, weil die Stimme des Volkes so ignoriert wird, in dem Fall von der Europäischen Union, und setze mich vielleicht noch mehr ein und gehe dann vielleicht auch mal auf die Straße. Und so sehe ich das als ersten Schritt, wo man auch Widerstand aufbauen kann und aufbauen muss und kann nicht viel damit anfangen, wenn man diesen ersten Schritt so vollständig diskreditiert. Was du jetzt auch gerade angesprochen hast, die Öffentlichkeit kann da ein Mittel sein. Die Vernetzung ist ein Mittel, die Leute zusammenzubringen, auch eine Masse herzustellen. Aber mit der Masse kommen ja auch immer durchaus negative Aspekte. Das heißt, jederzeit, bisschen russisch-roulette-mäßig, können Menschen plötzlich auf die Bühne der Weltöffentlichkeit geraten. Und da würde ich dich, Alina, nochmal ansprechen, aus politischer Sicht und auch aus parlamentarischer Sicht. Wie geht man damit um? Also wir haben ja auch schon mal mehrfach ja auch schon drüber gesprochen, wie man mit diesen Hassattacken und mit diesen plötzlichen Aufmerksamkeit und Masse umgehen kann. Wie geht ihr damit um in der, als PolitikerInnen, die eben auch dem ausgesetzt sind, logischerweise? Und wo siehst du politische, auch du bist ja auch Rechtspolitikerin, jetzt muss ich leider den ungeliebten Staat wieder anrufen, aber wo sind da Missstände, die du siehst und wie glaubst du, dass man dem begegnen kann? Also ich fange mal an mit dem, was politisch passiert. Natürlich ist es so, das kann ich jetzt nicht aus eigener Erfahrung sagen, aber Kolleginnen und Kollegen erzählen mir, dass die schon länger dabei sind, dass das, was in Büros ankommt, an Beschwerden, an Vorschlägen, an Fragen, deutlich zugenommen hat. Weil es ist offensichtlich, es ist einfach einfacher, eine E-Mail zu schreiben, als ein Brief mit Briefmarke. Was aber auch bedeutet, dass diese Post beantwortet werden kann. Und rein praktisch, ich freue mich über jeden, und ich finde das wirklich richtig, wenn die Leute sich gegen TTIP engagieren. Es gibt aber auch das Phänomen, dass sozusagen die Leute Abgeordnete auffordern, von denen sonnenklar ist, dass sie nie TTIP zustimmen würden. Also die sind genauso betroffen. Es gibt bei diesen Aktionen, ist jetzt kein Vorwurf, es ist eine Zustandsbeschreibung, ganz häufig die Situation, dass einfach pauschal 631 Abgeordneten geschrieben wird, sie sollen auf gar keinen Fall gegen TTIP stimmen. Auf gar keinen Fall für TTIP stimmen, richtig. Das ist eine lohnenswerte Geschichte, bedeutet aber auch für Leute, zum Beispiel mein Büro, dass sie antworten müssen und sagen müssen, selbstverständlich wird Frau Wawrzyniak nicht für TTIP stimmen, was Zeit kostet. Einfach nur als Zustandsbeschreibung. Das Zweite ist, wie geht man damit um? Also ich glaube, wenn man sich auch bewusst,
der Öffentlichkeit stellt als Politikerin oder als Politiker, dann muss man auch damit rechnen, dass man angefeindet wird. Und so wie bei einer Podiumsdiskussion jetzt hier irgendjemand aufstehen kann und sagen kann, du bist ja irgendwie total dumm, den ich nicht kenne, den sonst niemand kennt und der rausgeht, dann geht er halt raus und hat mich beleidigt. Passiert. Dasselbe passiert natürlich auch auf digitalem Wege. Ich selbst habe das eher erlebt in Blogbeiträgen, gar nicht so sehr bei Twitter und bei Facebook, sondern tatsächlich eher bei Kommentaren in einem Blog oder in meinem Blog. Und im Regelfall verfahre ich danach, dass ich sage, naja, lass die schreiben, erledigt sich von selbst. Ich glaube, dass es nicht wirklich viel Sinn macht, an dieser Stelle an Strafverfolgung zu denken. Also das eine Mal, wo ich es gemacht habe oder versucht habe zu machen, das war dann die Ankündigung, mich und Sarah Wagenknecht auf den Scheiterhaufen zu stellen und selbst das Feuer anzuzünden, die waren natürlich intelligent genug, da hat man nichts rausgekriegt, also sozusagen IP-Adresse oder sonst irgendwas. Am Ende, glaube ich, ist es auch an dieser Stelle eine Frage, wie gehen Menschen miteinander um? Also wenn jemand angegriffen wird und er oder sie die Einzige ist, die sich verteidigt, dann macht es keinen Sinn. Wenn alle den ignorieren, finde ich, macht es Sinn. Wenn jemand, der pöbelt oder trollt, Unterstützung bekommt, dann finde ich, ist es Aufgabe von all denjenigen, also ja, es klingt immer blöder, aber es ist einfach so, wenn irgendwo in einer Klasse, in einer Schule, auf der Arbeit jemand gemobbt wird, da finden sich ja auch Leute, die irgendwann dem Mobber sagen, du hast sie nicht mehr alle. Und genau sowas würde ich mir eigentlich auch wünschen, dass das noch viel mehr passiert, auch bei Facebook, bei Twitter, in Blogs, dass wenn Leute angegriffen werden, andere Leute sagen, so jetzt mal halblang. Strafrechtlichen Änderungsbedarf sehe ich auf gar keinen Fall. Ich bin eigentlich immer jemand, der sagt, möglichst Hände weg vom Strafrecht und Strafrechtsverschärfung, weil ich glaube, strafrechtlich ist am Ende alles jetzt bereits verfolgbar. Also da glaube ich, ist nicht wirklich Handlungsbedarf und am Ende muss man sich auch nochmal überlegen, wenn man da noch härteren Verfolgungsbedarf sieht, strafrechtlichen Verfolgungsbedarf, dann geht das auch immer einher mit dem Punkt mehr staatliche Überwachung und mehr Ermittlungsbefugnisse für Polizei und Strafverfolgungsorgane. Und dann sind wir wieder in der Schleife, wo wir uns überlegen müssen, ob wir das eigentlich wollen. Ja, da ist man... Das stimmt, also einige Hasskampagnen gegen Linke und auch vor allen Dingen gegen Frauen hätte sich die NSA durchaus als Werbekampagne auf die Fahnen schreiben können. Hat sie zum Glück nicht gemacht. Nochmal jetzt weg vom revolutionären Subjekt. Die Produktionsverhältnisse werden wir, glaube ich, in diesem Rahmen schwerlich durchdiskutiert bekommen, beziehungsweise das ist ein Feld, das ich ein bisschen umschiffen möchte an der Stelle, ehrlich gesagt. Ich möchte nämlich nochmal auf den Aspekt Arbeit gehen. Das hängt natürlich zusammen, ja, der Marxist wird mich sonst schimpfen. Aber wie verändert sich denn Arbeit durch Digitalisierung? Und ich würde die Frage an die Runde stellen und mit Anke anfangen und dann einmal bis Christian durch, bitte. Ich werde dann aber doch von Produktionsverhältnissen reden. Ich habe ja noch in der Schule in der DDR gelernt, wie wichtig es auf das Eigentum der Produktionsmittel ankommt. Und ich sehe hier eine möglicherweise, also eine ganz sicher stattfindende, dramatische Veränderung. Und zwar durch die Technologie des 3D-Drucks. Ich weiß nicht, ob die jeder kennt, aber man kann praktisch dezentral. Und heute kann man sich 3D-Drucker schon aus Einzelteilen für $200 irgendwie zusammenbauen und die Preise fallen ständig. Sehr ordentliche kriegt man schon für unter 1.000 Euro. Und damit kann man dann alles Mögliche selber herstellen oder in Kürze, glaube ich, dass wie man jetzt überall Copyshops hat, wird man 3D-Druck-Shops überall haben und kann dann einfach seinen USB-Stick oder was immer man dann als Speichermedium hat, mit der Datei hintragen und sagen, druck mal aus und nimmt sich 2 Stunden später mit. Es wird auch schneller gehen mit dem Drucken demnächst. Diese Dezentralität von Produktionsmitteln
bedeutet auch eine Demokratisierung von Produktionsmitteln. Diese Technologie hat aber nicht nur durch den anderen Zugang, also wer verfügt über Produktionsmittel, große Auswirkungen, sondern auch durch alles, was den Arbeitsprozess selber bedingt. Wenn wir das kombinieren mit dieser, mit dem Teilen, von dem ich vorher sprach, will ich mal am Beispiel Auto skizzieren, was das bedeutet. Autoindustrie in Deutschland ist ja ein Arbeitgeber für ganz viele Menschen. Wenn wir Autos miteinander teilen, können wir auf 80% aller Autos verzichten, ohne Einschränkungen der Mobilität. Das heißt, 80% brauchen überhaupt nicht mehr hergestellt werden. Wenn wir sie drucken, dann wissen wir, die übrigen 20%, die wir immer noch brauchen, können wir mit ungefähr 60% weniger Material herstellen. Und wahrscheinlich noch viel weniger menschlichem Bedarf, weil der Drucker druckt ja. Ich mache ja nur noch eine Datei und den Rest macht der Drucker von alleine. Heute haben gedruckte Autos statt im Schnitt 5.000 bis 6.000 Teile nur noch 39. Ich brauche also nur noch 39 Dinge miteinander zusammenschrauben oder anderweitig zusammenfügen und nicht mehr 5.000. Es fallen also nicht nur die 80% Autoherstellarbeitsplätze weg, sondern von den 20% weiter hergestellten Autos auch noch ganz viele Arbeitsplätze. Und das ist nur eine Industrie, das ist in allen anderen Industrien genauso. Was heißt das dann? Das heißt einerseits, wir können in einer fast null Grenzkostengesellschaft viele, viele Dinge für fast keine Grenzkosten mehr herstellen. Wir brauchen also auch weniger Erwerbseinkommen, können viel mehr uns so besorgen. Heißt andererseits aber auch, dass wir sowieso uns nicht mehr auf das Vorhandensein von Erwerbseinkommen verlassen können und dass wir grundsätzlich andere Konzepte für Gesellschaft brauchen, wie wir miteinander leben. Wir können die Würde des Menschen nicht wie heute üblich davon abhängig machen, ob jemand ein Erwerbseinkommen hat. Wir müssen uns solchen Konzepten wie bedingungsloses Grundeinkommen öffnen, um in so einer Gesellschaft überhaupt noch würdevoll miteinander leben zu können. Und das sind eben neue Gedanken, die all das, soziale Arbeiten, Produktionsmittel miteinander verbinden und wo ich glaube, wo man noch sehr viel mehr Gehirnschmalz investieren muss, um da neue Konzepte zu entwickeln. Also wir beiden haben gesagt, wir tauschen unsere Wortmeldungen, ich zuerst und dann die Helena. Also ich möchte nochmal zu dieser Frage mit dem Staat zurückkommen, aber ich verknüpfe es mit der Frage der Arbeit. Ja? Weil es gibt sozusagen drei politische Ökonomien, wie man Medien organisieren kann. Kapitalistisch, öffentlich-rechtlich und zivilgesellschaftlich. Ja? Und sozusagen das dominante Bereich im Bereich Kultur und Medien ist der kapitalistische Bereich. Und genau dort gibt es auch sehr viel prekäre Arbeit. Ja? Also wenn wir an Freelancer und so weiter denken und durch das Internet auch sehr viel unbezahlte Arbeit heute. Und einerseits gebe ich der Helene und der Anke recht, ja, dass der zivilgesellschaftliche Bereich sehr wichtig ist. Ja? Selbstorganisierte Medienprojekte, Graswurzelorganisationen, NGOs, nicht kommerzielle Alternativen und so weiter. All das ist aber schon versucht geworden und trotzdem sind sozusagen die Silicon Valley Unternehmen die, die das Internet dominieren. Also das Problem ist auch, ja, dass Open Source Bewegung, freie Software, Wikipedia ist vielleicht eine Ausnahme, ja, Diaspora, föderative soziale Netzwerke, all diese Projekte gibt es schon, sie bleiben aber immer irgendwie prekär, haben weniger Macht, weniger Ressourcen, weniger Einfluss, weniger Sichtbarkeit und und sozusagen eine alternative Arbeitsform wäre ja, ist ja auch im alternativen Bereich zu arbeiten. Dort ist es aber sehr schwierig, auch ein Einkommen und ein Auskommen zu verdienen. Und ich denke, Spendenprojekte sollten gemacht werden, greift aber zu kurz. Ja, man kann sich nicht darauf verlassen, dass Spendenprojekte immer funktionieren werden und vor allen Dingen, dass sie genug Ressourcen zur Verfügung zu stellen, um alternative Arbeitsformen zu ermöglichen. Also und ich lasse auch das Argument nicht gelten, dass alles, was mit dem Staat zu tun hat, sozusagen automatisch zur Überwachung führt. Denn einerseits reden wir von Polizei und Geheimdiensten als öffentliche Institutionen, repressive Staatsapparate. Was es allerdings in Europa auch gibt, ist
eine ganz wichtige Geschichte öffentlich-rechtlicher Institutionen. Und das ist öffentlich-rechtlicher Rundfunk einerseits, ja, aber denken wir an öffentliche Universitäten andererseits, denken wir an Bibliotheken und so weiter. Ja. Und ich denke, das sind nicht direkt staatliche Institutionen, ja, aber öffentlich-rechtliche Institutionen aus. Und ich denke, das können wir nicht vernachlässigen, nämlich dort in einer Bibliothek, ja, oder in einem im öffentlich-rechtlichen Medien zu arbeiten, das sind auch qualitativ andere Arbeitsplätze. Also was ich mir vorstellen würde, ist auch, also ich sehe nichts Schlimmes dran oder ich halte es für notwendig, dass zum Beispiel eine Videosharing-Plattform von BBC betrieben wird. Ja? Da werden gar nicht so viele persönliche Daten gesammelt. Es wäre anders mit Facebook und so weiter, Aber ich denke, es braucht Konkurrenz aus dem öffentlichen Bereich und aus dem zivilgesellschaftlichen Bereich zu dem kapitalistischen Bereich. Ja? Oder wenn Bibliotheken sind auch durch die Digitalisierung in eine Krise gekommen. Ja? Man könnte sich vorstellen, dass Bibliotheken, ja, oder auch Universitätsbibliotheken zum Beispiel, zu Verlagen werden. Ja? Qualitativ andere Verlage, Open Access Verlage, ja, die Open Access Zeitschriften, Open Access Bücher und so weiter herausgeben. Auch Universitäten könnten hier eine Rolle spielen. Und die Frage der Arbeit, was denke ich auch noch ganz wichtig ist, ist, dass gerade im Kultur-, Medien- und Online-Bereich sind ganz viele Leute als Freelancer tätig. Ja? Und der Großteil der Freelancer, ja, arbeitet prekär, ja, eigentlich ist es irgendwie eine ambivalente Arbeit, weil einerseits macht es diesen Leuten im Kreativbereich sehr viel Spaß zu arbeiten, ja, es fühlt sich nicht wie eine entfremdete Arbeit an von der Tätigkeit her, aber das, dass man sehr viele Stunden arbeitet, ja, aber eigentlich ein niedriges Einkommen hat, das ist da dann die negative Schattenseite. Ja. Und Grundeinkommen für Freelancer im Kulturbereich wäre hier eine Idee, diesen zivilgesellschaftlichen Bereich stärker zu fördern, ja, auch durch öffentliche Förderungen oder durch Unternehmensbesteuerung, die dann umverteilt wird über partizipatives Budgeting und so weiter. Das könnte auch qualitativ andere Arbeitsplätze im öffentlichen Bereich einerseits, ja, und im zivilgesellschaftlichen Bereich andererseits schaffen. Und bei Freelancern, also ihr kennt ja vielleicht all diese Freelancer-Plattformen, also wie Freelancer im Kultur-, Medien-, digitalen Bereich Arbeit finden, ist über diese Plattformen wie Freelancer, People per Hour, Odesk, Elance, das waren zwei Plattformen, jetzt ist es eine. Und da zeigen sich auch neue Widersprüche irgendwie, ja, weil natürlich sind das über das Internet organisierte Plattformen, wo Leute primär nach Informationsarbeit suchen, aber sie sind global organisiert. Also es ist ein globaler Arbeitsmarkt für Freelancer. Und durch diese Globalisierung, die durch diese Plattformen und im Netz institutionalisiert wird, stehen die aber auch global in einer Konkurrenz zueinander. Ja? Und im Durchschnitt sieht man sozusagen, dass dann die Stundenlöhne dieser Freelancer, dieser Online-Freelancer, sehr gering sind. Ja? Also sicherlich geringer als bei vergleichbaren traditionellen Beschäftigungsformen. Und das ist eigentlich ein ungelöstes Problem, wie man diesen Online-Freelancing-Bereich regulieren sollte. Also ich glaube, Odesk, Elance hat jetzt irgendwie, ich glaube letztes Jahr, irgendwie freiwillig einen Mindestlohn eingeführt von, ich glaube, 3 oder 5 US-Dollar, ja, was natürlich total wenig ist irgendwie. Ja. Und gleichzeitig ist es aber auch ein Regulationsproblem, weil die Plattformen sind global und Gesetzgebung ist immer noch primär nationalstaatlich. Also ich würde die Idee eines hohen Mindestlohns für Online-Freelancing unterstützen, ja, das sollten wahrscheinlich halt mindestens 10 Euro oder mehr sein. Aber die Frage ist, wie kann man das dann global umsetzen, wie reguliert man das dann? Ja? Arbeitskampf 2.0, Beselski 2.0, die Action-Figur. Herr Dina. Nein, ich will mal mit einer anderen Geschichte anfangen. Weil ich glaube, wenn wir über Digitalisierung und Wegfall von Arbeit, möglicherweise Wegfall von Arbeit reden, laufen wir schon das erste Mal Gefahr, weil wir nämlich Arbeit und Erwerbsarbeit irgendwie einfach gleichsetzen. Und ich glaube, das ist eine zentrale sozusagen, dass wir eher darüber reden, dass Erwerbsarbeit, klassische Erwerbsarbeit wegfällt.
Und an dieser Stelle muss man dann möglicherweise, wir wissen es nicht genau, die einen sagen so, die anderen sagen so. Also es gibt diese berühmte Oxford-Studie, die sagte, zumindest auf dem US-amerikanischen Markt würden bis zu 47% der derzeitigen Erwerbsarbeitsplätze wegfallen. Andere wiederum sagen, naja, so schlimm wird es nicht. Ich will mal zugespitzt die Frage stellen, ob denn wirklich jede klassische Erwerbsarbeit als Erwerbsarbeit unbedingt erhaltenswert ist. Dann würde ich mich, also euch aus meiner Sicht würde zumindest sagen, nee, Entschuldigung, also es gibt einfach genügend entfremdete Erwerbsarbeit, wo man eigentlich froh sein müsste, wenn die wegfällt. Und dann ist ja die Frage, ob die Digitalisierung nicht die Möglichkeit gibt, weniger entfremdete Erwerbsarbeit zu schaffen, möglicherweise auch Erwerbsarbeit neu zu definieren. Und mein Lieblingsbeispiel ist dann immer, weil mein Fraktionsvorsitzender immer die Lidl-Kassiererin erwähnt in seinen Reden, ist es denn wirklich schlimm, wenn die Lidl-Kassiererin, die an ihrer Kasse sitzt und irgendwie diese Teile, die man da einkauft, so übers Fließband fließt und das 8 Stunden am Tag, wenn der Job wegfällt, ist das wirklich so ein Skandal? Ist es nicht eher sinnvoll, darüber nachzudenken, was man mit dieser Lidl-Kassiererin anfängt, ob es nicht sinnvolle, auch sie erfüllende Arbeiten gibt in dem Bereich, die erst durch Digitalisierung überhaupt ermöglicht werden? Also das, finde ich, ist eine spannende Frage. Und die zweite Frage, die immer mitschwingt, ist, das alles führt dazu, dass gerade in dem Kunst- und Kulturbereich Leute nicht mehr von der Arbeit leben können. Also mal abgesehen davon, dass es schon jetzt genügend Menschen gibt, die von ihrer Erwerbsarbeit nicht leben können. Und wenn wir das Ganze noch als globalen Maßstab mal betrachten und wir feststellen, dass wir im Norden auf Kosten des Südens leben, ist nochmal eine ganz andere Debatte. Finde ich, ist es auch dort irgendwie eine Schieflage, weil, also mit Verlaub, auch bisher konnte nicht jeder und jeder, wenn er meinte, besonders gut künstlerisch begabt zu sein, von seiner Arbeit leben. Also wenn ich irgendwelche Bilder malen würde und sagen würde, das würde mich total erfüllen, wenn ich total tolle Bilder male, ich kann so blöd malen, das würde keine Sau kaufen, also könnte ich von meiner total erfüllten Malerei auch nicht leben. Deswegen finde ich, ist der Ansatz, darüber nachzudenken, wie erreichen wir, dass Menschen in Würde leben können und trotzdem die Chance haben, selbstbestimmt auch Sinn in Arbeit, / Erwerbsarbeit zu finden, da müssen Ansätze diskutiert werden. Und da kann man darüber diskutieren, ob man die ganzen Solidarsysteme, Klammer auf, ist nicht Parteimeinung, Klammer zu, damit das hier nicht in falsche Hälse kommt, ob man die Solidarsysteme möglicherweise anders finanziert, beispielsweise steuerfinanziert. Man kann aber auch darüber nachdenken, Klammer auf, nicht Parteimeinung, Klammer zu, nicht, dass das in den falschen Hals kommt, ob man ein bedingungsloses Grundeinkommen einführt, was ich prinzipiell total sinnvoll und richtig finde. Ich würde mir aber eine Debatte wünschen, wo man die Chancen und Risiken durch Digitalisierung in dem Bereich Erwerbsarbeit offen diskutiert und wo man auch offen diskutiert, was das für Solidarsysteme beispielsweise bedeutet. Und ein letzter Punkt, den muss ich denn doch sagen, weil er mich richtig, richtig ärgert. Ich finde es irgendwie, schwierig ist jetzt schon diplomatisch ausgedrückt, dass es ausgerechnet Bundesministerin Andrea Nahles ist, die ein Grünbuch herausbringt und das Thema Arbeit 4.0 diskutiert. Also da kriege ich Pickel, weil ich finde, das wäre Aufgabe einer linken Partei gewesen, genau so einen Prozess anzustoßen. Und deswegen finde ich, muss es jetzt darauf ankommen, gerade für eine linke Partei, sich dieses Grünbuch anzugucken und sich verdammt nochmal in diese Debatte einzumischen, weil es kann nicht sein, dass irgendwie Parteien, die größte Verbrechen am Sozialstaat begangen haben, jetzt sich dieses Thema nehmen und von linker Ecke da überhaupt nichts kommt. Deswegen sozusagen muss man dringend, also quasi hier rausgehen, sich das Grünbuch nehmen und sofort Alternativen entwickeln. Ihr habt es gehört, da kommt der Arbeitsauftrag. Zwei Sachen, die ich gerne nochmal jetzt ansprechen würde, bevor ich dann auch so langsam in die Diskussion, hier hat sich, glaube ich, schon einiges angestaut, nämlich zum einen Stichwort 3D-Drucker. Ist es nicht eigentlich eher zu erwarten, dass das Ganze, also das Internet ist momentan ja auch so ein bisschen das, was wir
in anderen Zeiten der Gesellschaft eben auch als Allmende ja kennengelernt haben, die ja dann, wie Marx es beschreibt, quasi eingekreist worden sind, zu Privateigentum gemacht worden sind. Diesen Prozess sehen wir ja im Internet gerade auch, wie wir quasi auch Gated Communities und so weiter wieder entstehen. Ähnlich wird es werden auch, ist auch ähnlich auch zu befürchten, dass die 3D-Drucker eigentlich wieder nur eine erweiterte oder den Kapitalismus nicht durchbrechen, sondern ihn eigentlich noch weiter stützen. Das ist die eine Sache, die ich, bevor wir in eine Abschlussrunde gehen, nochmal einwerfen möchte. Das zweite ist das Gebiet, also die marxistische Theorie, die wir auch heute nochmal im Schnelldurchlauf erklärt bekommen haben, hat sich ja auch sehr, sehr lange der Frage von Reproduktionsarbeit quasi verweigert. Und meist weibliche verrichtete Arbeit eben auch nicht mitgedacht. Unter den beiden Einwürfen, die ich jetzt da noch geben möchte, und natürlich unter, ich freue mich einfach sehr über so eine Beselski 2.0-Idee, also auch unter Aspekten des Arbeitskampfes, was kann die Zukunft denn bringen? Und wie kann man denn jetzt ohne mit diesen furchtbaren Vorstellungen, ne, das Internet als Fluch, Segen oder Fluch, also was sind die Potenziale und wo seht ihr wirklich, also wir haben jetzt auch über sehr viele negative Sachen geredet, also wo seht ihr eigentlich dann doch mal ein kleines Licht am Ende des Tunnels? Ich würde wieder mit Anke starten. Also es ist so, dass wir an einem Weg stehen oder auf einem Weg gehen, der nicht einfach nur geradeaus geht und solange man sich bewegt, kommt man irgendwo an, sondern es ist ein Weg, der vielfältige Gabelungen hat und an welcher Stelle wir herauskommen, hängt schlicht von uns ab, weil wir den Weg selbst einschlagen. Und da ja nicht jeder gesellschaftlich seinen Weg komplett alleine geht, hängt es mehr oder weniger davon ab, was die Mehrheitsfüße tun werden. Und dann gibt es schon die Möglichkeit, in einem digitalen Totalitarismus in Kombination mit einem extremen Raubtierkapitalismus 2.0 zu enden. Ich persönlich hoffe und glaube aber nicht, dass wir diesen Weg mehrheitlich gehen, sondern ich glaube, dass wir die anderen Chancen nutzen, die es auch gibt, und dass wir in diese Art Kommunismus kommen, wo wir das Wissen darüber teilen, wie man Dinge oder über solche Design-Files zum Beispiel. Und da will ich das mit einem anderen Beispiel illustrieren. Es gibt mehrere Millionen Menschen mit amputierten Händen, die in Gegenden leben, wo sie sich nicht die $30,000 für eine Handprothese leisten können. Ein ähnliches Schicksal hatte ursprünglich ein Schreiner in Südafrika, der etwas ungeschickt mal mit der Säge umgegangen ist und dann fehlten ihm ein paar Finger. Und der hat im Internet gesucht nach jemandem, der ihm helfen kann, über 3D-Druck eine alternative Hand herzustellen. Und er fand diesen Menschen in einem Marionettenhersteller, der irgendwo, ich glaube in Kanada, USA lebte und der halt wusste, wie man so Hände macht. Gemeinsam haben die so ein Designmodell entwickelt. Der Schreiner hat das für sich ausgedruckt in Südafrika, hat auch funktioniert. Das kriegte in der Nachbarschaft eine Mutter mit, deren Kind auch in Südafrika keine Hand hatte. Dann haben sie das ein bisschen kleiner gemacht und angepasst und da funktionierte das für dieses Kind. Und alles das haben sie hochgeladen auf thingiverse.com. Das ist so eine Art Wikipedia, nur eben für Dinge, wo Designs für Dinge drin sind, die man einfach runterladen kann. Und dieses Design wurde so weit optimiert, dass man es heute für unter $5 eine Handprothese ausdrucken kann, die es in beliebigen Varianten gibt, also wo man dann, wenn man das möchte, sich auch zum Beispiel Werkzeug aufsetzen kann und kann dann also im Garten Unkraut hacken, ohne dass es kompliziert ist, weil das Festhalten ist ja mit so einer Prothesenhand schwierig, aber warum festhalten, wenn man das da drauf montieren kann? Ein Kind wollte gerne auch mal so als Räuber gehen können und wollte einen kleinen Enterhaken zum Austauschen drauf haben, kann man auch machen. Und es gibt inzwischen Prothesen, wo daran gearbeitet wird, dass man die Fingerkuppe abnehmen kann, dann ist da ein USB-Anschluss und man kann sich da also Daten mit der Hand mitnehmen, was jede Menge anderer Potenziale bietet. Mit diesem einen Beispiel, das ich mal ein bisschen plastischer versucht habe zu beschreiben, kann man sehen, dass man Probleme dezentral überall auf der Welt lösen kann, wenn man es miteinander macht, wenn man gemeinsam optimiert. Und über das Digitale haben wir die Möglichkeit, Lösungen in die Breite zu tragen.
Und damit unterminieren wir diejenigen, die versuchen, Kommerz auf Basis zum Beispiel von Gesundheit zu machen. Wer kauft denn dann sowas noch, wenn er es auf diese Weise kriegen kann? Wir werden uns aber auch mit ethischen Fragen beschäftigen müssen, denn man arbeitet zum Beispiel jetzt schon an 3D-Druck von transplantierbaren Organen und da wette ich darauf, dass das Zeug patentiert wird und was noch alles. Aber wie durchsetzbar ist so eine Art von Copyright noch, wenn ich auf der einen Seite die Industrie habe, die damit ihr Geld verdienen möchte und auf der anderen Seite Menschen habe, die sterben müssen? Wir sehen das jetzt an Generika-Debatten über Medikamente schon, aber diese Debatte wird sich extrem verschärfen und von uns allen weltweit wird es abhängen, welche Seite sich durchsetzt, zum Beispiel bei einer Aushandlung eines neuen Copyrights, wo es eben nicht um kopierte MP3-Dateien geht, sondern um das Überleben von Menschen. Naja, die Zukunft vorherzusagen ist ausgesprochen schwierig. Meine Idee wäre ja immer, dass man mal diskutiert, im größeren, im kleineren Rahmen, wie könnte denn eigentlich eine Gesellschaft 2025 aussehen? Also im Negativen wie auch im Positiven einfach mal so Gedanken spielen lassen. Ich glaube, da hat ja Anke recht, am Ende liegt es an uns, wie die Zukunft aussieht. Und da, glaube ich, es sind drei Schritte erforderlich. Analyse, Schlussfolgerung, Handlung. Ganz einfach. Erstens Analyse, das ist das, was ich vorhin versucht habe, mal anzusprechen. Nämlich tatsächlich zu schauen, wie ist der Stand der Technik, was gibt es an neueren Entwicklungen, was bedeutet das? Und ich will das mal an einem vielleicht gar nicht so naheliegenden Beispiel machen, aber es ist ja durchaus nicht ganz auszuschließen, dass neben den unbemannten Drohnen wir irgendwann in die Situation kommen, dass nicht mehr menschliche Soldaten in den Krieg ziehen, sondern einfach Roboter. Und zwar irgendwie am besten noch gesteuert von irgendeinem Rechner. Was sagt denn das Völkerrecht dazu? Ich glaube, es sagt nicht so richtig was dazu, wie man damit umgeht. Das heißt, eigentlich müsste man sich, ich nehme jetzt mal nur dieses Beispiel, damit beschäftigen, wie könnte zukünftig Krieg, den wir alle nicht wollen, geführt werden? Was muss getan werden, um an dieser Stelle zu regulieren, gesetzliche Regelungen zu schaffen, wie auch immer? Und wenn man da eine Idee hat, dann muss man gucken, mit wem will ich das wie um- und durchsetzen. Und dafür, und das ist für mich so eine Grundfrage, die sich stellt, zumindest bei der letzten Frage stellt sich dann für uns alle die Frage, wie selbstbestimmt sind wir eigentlich noch? Also sind wir nicht in unterschiedlichen Art und Weise und in unterschiedlicher Intensität aber doch schon ziemlich algorithmusgetrieben. Also wissen wir, um mal wieder auf dieses Beispiel zu kommen, wer welche Daten von uns hat, was mit diesen Daten gemacht wird, was wir zu sehen kriegen. Ja, also na klar nutze ich Twitter. Ja, und ja, ich nutze Facebook. Aber ich habe keine Ahnung, nach welchem Algorithmus mir irgendwas angezeigt wird. Und viele denken, ja, das ist einfach sozusagen, alle haben das Gleiche angezeigt. Nee, da steckt ja irgendwas dahinter. Und die Frage, auch wie wird uns durch Werbung suggeriert, dieses und jenes noch zu machen? Also dann soll man sich noch so ein schönes Wearable zulegen, weil wenn man dann seine 10.000 Schritte am Tag gegangen ist, dann wird es der Krankenversicherung übermittelt und die Krankenversicherung gibt mir dann noch einen Bonus von 10 Euro. Also, und trotzdem ist es ja so, dass insbesondere auch irgendwie vielleicht ältere Leute sagen, oh na geil, aber wenn die Daten übermittelt werden, dann kann ja auch schneller der Krankenwagen kommen. Also es ist ja sozusagen ein Konglomerat. Und vor diesem Hintergrund glaube ich, ja tatsächlich Analyse, Schlussfolgerung, Handlung und dabei immer mitdenken, inwiefern können wir auch unsere eigene Selbstbestimmtheit, unsere eigene Autonomie weitestgehend sichern. Und auf viele dieser Fragen habe ich keine Antwort. Also ich möchte noch was sagen, abschließend sozusagen zu diesem Bereich der Arbeit. Ja. Also genau dieser Widerspruch von
Produktivkräften und Produktionsverhältnissen. Da ist ja sozusagen das positive Potenzial in der Digitalisierung, dass die Produktivität also sich schon so hoch entwickelt hat, dass wir sehr viel unnötige Arbeit, unnütze Arbeit, stupide, monotone Arbeit, harte Arbeit rationalisieren können. Das wird auch teilweise gemacht. Das ist ein positives Potenzial, ja, wo sozusagen die Vision dann dieses allseitige Individuum ist, von dem Marx gesprochen hat. Andererseits ist aber genau das Problem, dass eben nicht unter den bestehenden politischen Verhältnissen und Klassenverhältnissen es zu einer radikalen Arbeitszeitverkürzung mit vollem Lohnausgleich kommt, ja, sondern dass auf der Ebene der Klassenverhältnisse es viel unbezahlte Arbeit gibt, prekäre Arbeit, crowdgesourcete Arbeit, die unbezahlt ist oder niedrig bezahlt, Freelance-Arbeit, die niedrig bezahlt ist, ja. Technologisch induzierte Arbeitslosigkeit einerseits, andererseits aber gewisse, ja, gewisse Sektoren in der Wirtschaft, wo total viel Überstunden gemacht werden. Ja, also Software Engineering ist einer dieser Bereiche, wo Leute ja 80, 100 Stunden teilweise in der Woche arbeiten. Also das geht alles nicht zusammen, das ist total widersprüchlich irgendwie. Und sozusagen die feministischen Kämpfe schon in den 70er Jahren, also dass man auch anerkennt, die Reproduktions- und Hausarbeit und sozusagen ihre ökonomische Bedeutung, dass das auch produktive Arbeit ist, ja, da gibt es ja auch eine Parallele jetzt dazu, ja, dass sozusagen diese wertschöpfende Arbeit im Internet, die unbezahlt ist, das ist wieder eine andere Form der unbezahlten Arbeit, die aber auch wertschöpfend ist. Also sozusagen der Begriff der produktiven Arbeit muss da dann irgendwie auch umgedacht werden. Das hat aber auch schon Marx gemacht, also in Kapitalband 1 vom Gesamtarbeiter gesprochen hat. Ja, also wenn wir Arbeit sozusagen als Gesamtarbeitsprozess ansehen, müssen wir auch die Bedeutung der unbezahlten Arbeit sehen. Und genau das können ja dann auch ein Argument für die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens sein. Und sozusagen bedingungsloses Grundeinkommen ist eine Forderung, die für die digitale Gesellschaft adäquat ist. Allerdings es reicht nicht zu sagen Grundeinkommen. Also ich kann mich an Diskussionen erinnern von vor über 10 Jahren, als diese ganze Grundeinkommensbewegung im deutschen Sprachraum einen großen Schub erfahren hat. Ja, und ich war da irgendwie beteiligt, damals bei Attac Österreich, Gruppe Grundeinkommen, ja, die habe ich mitgegründet irgendwie, und wir waren in diesem deutschen Grundeinkommensnetzwerk und so weiter. Und da war aber auch der Götz Werner von der DM-Chef involviert und hat sein Modell des Grundeinkommens vorgeschlagen mit einer flachen 50-prozentigen Steuer und alle anderen Steuern abschaffen. Dann habe ich ausgerechnet, das würde eigentlich zu einer Verschärfung der Ungerechtigkeit führen. Also wir brauchen sozusagen dann linkes Grundeinkommen und nicht neoliberales Grundeinkommen. Ja? Und das ist immer noch eine wichtige Frage. Und warum ich aus der Grundeinkommensbewegung ausgeschieden bin und sie ganz frustriert verlassen habe, ist, dass die linken Aktivisten und Leute in der Grundeinkommensbewegung gesagt haben, ja, diese Neoliberalen um Götz Werner herum, die sind ja auch für Grundeinkommen. Ich habe gesagt, das ist aber nicht mein Grundeinkommen, wenn es nicht eines ist, das dazu führt, dass Leute ein besseres Auskommen haben, ja, und dass die Ungerechtigkeit, die soziale Ungerechtigkeit in der Gesellschaft abgeschwächt wird. Das wird nämlich bei diesen Modellen nicht gemacht. Also man muss das verkoppeln mit der Forderung nach Unternehmensbesteuerung und andere Formen. Ja, also ich komme aus Österreich, da hat es in den 80er Jahren Diskussionen unter dem sozialdemokratischen Sozialminister Dallinger gegeben, ja, dass man eine Maschinensteuer einführt. Das ist eine Wertschöpfungsabgabe, durch die man eine Art Grundeinkommen finanzieren könnte, weil das Problem ist ja, dass durch Digitalisierung und Rationalisierung Arbeitsplätze wegrationalisiert werden können. Die Unternehmen, die aber hochproduktiv sind, haben dadurch weniger Angestellte und zahlen auch geringere Beiträge in die Sozialversicherung ein. Ja. Das heißt, die werden noch belohnt dafür dann, dass sie geringe Abgaben bezahlen. Und die Wertschöpfungsabgabe würde sozusagen die Unternehmen nach der Wertschöpfung besteuern, und das wäre auch eine Idee hier. Ja, ich denke sozusagen, all diese Dinge, ja, linkes Grundeinkommen, Stärkung alternativer Medien, sodass sie auch Ressourcen bekommen, Stärkung des öffentlich-rechtlichen Mediensektors, die Frage nach Unternehmens,
Besteuerung, ja, eigentlich aller Unternehmen, ja, aber insbesondere auch der großen Internetkonzerne und so weiter, radikale Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich und so weiter, vieles anderes, all das sind zeitgemäße Forderungen für die digitale Gesellschaft oder den digitalen Kapitalismus. Schlussendlich entscheidet sich das durch soziale Kämpfe dann. Ja. Schön, schönes Schlusswort erstmal für unsere Diskussion. Auch es entscheidet sich durch soziale Kämpfe, das heißt, wir müssen sie führen. Ich würde jetzt die Diskussion eröffnen. Ich würde gerne zwei Sachen voranschieben. Zum einen muss Anke gleich schon gehen in 15 Minuten. Das heißt, ich würde die Fragen, die sich an Sie richten, voranziehen. Erstens und zweitens, ich würde es gerne eine quotierte Redeliste haben. Also, Hände hoch. Wer will reden? Okay. Da wird es schon schwer mit der quotierten Redeliste. Machen wir das jetzt so, dass wir jetzt so lange warten, bis eine Frau sich meldet? Ja, machen wir das mal so. Warten wir jetzt mal so lange, bis eine Frau sich meldet, weil das sind... Gut, da ist doch. Danke. Hier vorne bitte. Ich habe eben ein bisschen Angst bekommen, als ich von diesen Roboter-Soldaten gehört habe. Und dann habe ich gefragt, gibt es denn da vielleicht eine Möglichkeit, die irgendwie außer Kraft zu setzen? Es gibt ja Hacker. Vielleicht gäbe es da ja eine Möglichkeit, da was zu entwickeln. Also ich finde das schon gruselig. Und bei so einer D3-Druckmaschine würde ich mich auch mal fragen, gäbe es da eine unschöne Möglichkeit, dass der Staat oder die Polizei da irgendwie Einfluss drauf nimmt und dann sagt, ihr dürft nur das und das drucken und das andere dürft ihr nicht. Da brauchten wir also auch irgendwie für uns eine spezielle Sicherheit. Das würde mich also auch nochmal interessieren. Also die Frage richtet sich ja jetzt ein bisschen an Anke und Alina. Es ist relativ unbekannt, dass Google eine Firma aufgekauft hat, ich glaube vor ungefähr 1 bis 2 Jahren, die Kriegsroboter herstellt. Und diese Information hat mich extrem beunruhigt. Ob die Hacker dazu in der Lage sein werden, werden wir wissen, wenn die Dinger unterwegs sind, weil erst wenn ein System da ist, kann man es angreifen. Sie werden es hoffentlich tun, wäre für mich ein Akt der Selbstverteidigung. Aber ich würde auch in die Richtung gehen, dass man versucht, das völkerrechtlich zu regeln, bevor es zu spät ist. Bei nuklearer Abrüstung haben wir das ja auch irgendwie hingekriegt. Und das wäre für mich ein ganz akuter Handlungsfall, wo man das ähnlich angehen müsste. Das kann man eigentlich nur international regeln. Ob Unternehmen eingreifen werden und bei der 3D-Druck Vorschriften machen werden, das ist ziemlich wahrscheinlich. Also es wird ja sehr oft auch das Beispiel, oh ja, man kann sich Waffen drucken und so weiter gezogen. Das ist also das häufigste Beispiel, wo der Staat schon jetzt überlegt. Und ja, klar, da man ja alles Mögliche drucken kann, kann man auch Waffen drucken, aber auf dem Schwarzmarkt kaufen kann ich es auch. Und letztlich ist so ein normaler Drucker auch nicht ans Internet angeschlossen. Das heißt, da ist die Überwachung schon hauchschwieriger. Ich kann da einfach ein kleines Speicherkärtchen reinschieben, losdrucken. Da müsste man schon eine echte Hausdurchsuchung machen, um genau zu sehen, was ich da wo wie drucke. Was nicht heißt, dass man das nicht tun wird oder andere Methoden nutzt, aber es ist halt nicht so einfach. Ja, okay. Okay, 1, 2, 3. Das wird lustig. Der Herr damit oder erstmal. Ja, hallo, Ralf Krämer, mein Name aus Berlin. Erstens, die Staatsfrage würde ich nicht mit dem Bade ausschütten, weil ich glaube, auch wenn man ja sagt, wir wollen regulieren, wir wollen Datenschutzregeln und so weiter durchsetzen, wer tut das außer der Staat? Ne? Wer hat die Macht dazu? Insoweit, ich verstehe gut den Vorbehalt, sozusagen auch, ich habe auch so eine Fantasie, eine ganz böse, wenn sozusagen wir in der Diktatur leben würden unter den heutigen technischen Überwachungsmöglichkeiten. Es würde ganz schön schwierig. Aber die kapitalistischen Netzwerke spielen dann ja immer locker mit und liefern alle Daten ab und so. Insoweit ist, glaube ich, die Frage irgendwie öffentlicher Kontrolle und auch eventuell öffentlichen Eigentums, um Ressourcen zur Verfügung zu stellen, sinnvoll. Zweiter Punkt, Erwerbsarbeit. Ich halte diese Prognosen, dass da irgendwie die Hälfte verloren geht in den nächsten so und so vielen Jahren, für falsch. Also das kann ich jetzt nicht begründen, aber ich denke, es wird weiter so sein. Wir haben mehr als je zuvor Erwerbsarbeit auf der Welt und auch in Deutschland. Das wird so bleiben und das wird sich eher fortsetzen. Die wird nicht verschwinden.
Und auch aus ökonomischen Gründen wird aus meiner Sicht das mit dem Grundeinkommen auch nicht so funktionieren. Ein linkes Grundeinkommen noch viel weniger, weil das ja noch viel höher sein müsste und weil eine Wertschöpfungsabgabe, auch wenn sie sehr, sehr hoch wäre, vielleicht ein paar Prozent des dazu notwendigen Umverteilungsvolumens mobilisieren würde. Führt jetzt zu weit. Dritter Punkt, den ich wirklich dann, muss ich noch sagen, 3D-Drucker, weil ich das ehrlich gesagt für eine ziemlich, auch eine völlige Überhöhung finde. Genauso wenig wie die Existenz von Papierbedruckern dazu führt, dass es keine gedruckten Produkte mehr gibt, sehe ich das da auch. Ich weiß auch nicht, wenn ich mir angucke, wofür Leute das Geld brauchen, also ob wir jetzt mit dem 3D-Drucker Wohnung, Nahrung, Kleidung, Verkehr, Fähr- und Entsorgung, Elektrizität, Verkehrsdienstleistungen, Bildung, Kultur, Freizeit uns alles ausdrucken wollen. Das geht doch alles gar nicht. Da bleiben ein paar Gebrauchsgegenstände übrig, die kann man sich dann möglicherweise auf einem 3D-Drucker ausdrucken. Ob das billiger wird und einfacher, als sie irgendwie im nächsten Laden um die Ecke zu kaufen, im Wesentlichen, halte ich für sehr, sehr unwahrscheinlich. Weil es gibt ja noch eine tollere Innovation als den Druckerladen um die Ecke. Es gibt ein Kaufhaus, da kann man das alles sogar schon fertig kaufen. Und es ist wahrscheinlich billiger und besser in der Qualität. Okay, das war jetzt, ja natürlich, es war halt keine Frage, aber bitte. Also ich würde sozusagen nur noch mal einen Satz dazu sagen, weil die Alternative zu diesem komischen, also zu diesem komischen Staat, sage ich, hatte ich jetzt was gesagt, sondern die Alternative zur Verstaatlichung, dann kommt immer öffentlich-rechtlich. Ja, also das ist ja dann doch ein bisschen was anderes. Da muss ich mal sagen, sorry, so richtig, also richtig erwärmen kann ich mich dafür auch nicht, weil wenn man sich anguckt, wie heute öffentlich-rechtliche Anstalten aussehen, etc. pp., da hängt die Politik ganz schön tief drin, indem sie da irgendwie Vertreter hinschickt. Und ehrlich gesagt, ich möchte auch kein soziales Netzwerk, in dem das reguliert wird durch Parteien, die in irgendwelche Aufsichtsräte oder wie auch immer diese Gremien da heißen, irgendwie Leute hinschickt. Insofern finde ich den Ansatz, den Anke von mit Commons umschrieben hat, mit Selbstorganisierung, natürlich werden die Regeln, die gesetzlichen Regeln sozusagen vom Staat gemacht, nach der Studie übrigens fallen Juristen nicht weg, habe ich sofort nachgeguckt. Sozusagen, insofern finde ich, ja, man muss sozusagen Regeln machen, das verstehe ich unter Regulierung, die werden auch hoffentlich weiter von Politik gemacht. Aber sozusagen die Gestaltung selbst dann, die sollte am besten von Nutzerinnen und Nutzern beziehungsweise von Leuten gemacht werden, die sich zusammenschließen. Und da will ich wirklich möglichst weitgehend irgendwelche staatlichen und teilstaatlichen Institutionen raushalten, weil auch das habe ich irgendwann mal gelernt, Staat ist irgendwie Herrschaftsinstrument der Klasse oder so ähnlich, das war vielleicht nicht ganz verkehrt. Ich muss auch kurz eine Replik geben, denn unglücklicherweise hinkt der gesellschaftliche Diskurs der technologischen Entwicklung sehr weit hinterher, was dazu beiträgt, dass die meisten Menschen nicht wissen, dass man zum Beispiel easy Stromkreise drucken kann, dass man längst Häuser sogar fünfstöckig drucken kann, so viel zu Wohnungen kann man nicht drucken. Man kann auch Kleidung drucken und es wird schon getan. Für manche Menschen ist das sogar wichtig. Für Elefantenfüße, eine relativ häufige Krankheit in Entwicklungsländern, gibt es zum Beispiel in der Regel kein Schuhwerk. Und als ich im Februar in Äthiopien war, ist mir so ein Mensch quasi direkt vor mir gelaufen und hat mich angebettelt und zeigte auf seinen Fuß. Ich guckte runter und den Anblick werde ich bestimmt nie wieder vergessen. Dafür gibt es gar keine Schuhe. Es gibt aber Scanner und man kann diesen einen Fuß, der anders ist als alle anderen Elefantenfüße, scannen und einen Schuh drucken, der genau auf diesen Fuß passt. Das ist ganz neu. Man kann Medikamente drucken, heute schon. Man kann Kosmetik drucken. Man kann, Verkehr war genannt worden, Autos habe ich ja schon erwähnt. Man kann auch andere Verkehrsmittel drucken. Man kann Drohnen drucken, ist überhaupt kein Thema. Man hat selbst schon Hamburger ausgedruckt, was jetzt nichts wäre, was ich gerne essen wollen würde, aber nur so als Beispiel. Also es ist viel mehr technologisch möglich und die Entwicklung ist, wenn man sich die als Gaußsche Glockenkurve vorstellt, erst ganz am Anfang, aber vor einem extrem steilen Anstieg. Also man sollte sich nicht zu leicht einreden, dass sich die Dinge nicht so wahnsinnig verändern, weil ich glaube, wir werden uns da schon umgucken. Mal gucken, ob wir irgendwann eine zweite Erde und entsprechende Ressourcen drucken können. Aber es gibt Drucker, die aus Dreck Häuser drucken und es gibt Drucker, die nur recyceltes Material verwenden. Das lässt sich lösen. Und sie verwenden Solarstrom. Ja, aber also gerade auch bei den Häusern muss ja auch irgendwie der Boden verteilt werden. Das ist aber heute auch
Das sind, genau, das ist heute auch schon so. Da ändern auch die 3D-Drucker nichts dran. Nächster Redebeitrag ist, wer jetzt wieder eine Frau dran? Da vorne. Hi. Ich finde die Ansicht, dass Jobs nicht in der Art und Weise wegfallen werden, dem widerspreche ich. Und ich finde es sogar sinnvoll, weil ich finde, dass wir in einer Welt leben, in der so viel Profit gemacht wird. Und ich finde, es sollte irgendwie möglich sein, mit einer Arbeitszeit von, ich sag mal, bummelig 40 Stunden, keine Existenzängste zu haben, lasst es mich so formulieren. Und das gönne ich auch jedem. Also ich, wenn ich das mit Leuten diskutiere, die nicht so BGE, also bedingungsloses Grundeinkommen konform gehen, dann kommt häufig, Mensch, du hast jetzt so und so lange studiert und hast dir dein Geld verdient und dann kommt irgendjemand an, der hat nichts gelernt und der hat kriegt dasselbe Geld. Und ich muss sagen, da habe ich kein Problem mit. Also ich habe zum Beispiel kein Problem damit, dass auch Leute, die Jobs machen, die ich die ich nie tun würde, so was weiß ich, Faultürme als Taucher von innen sauber machen, da habe ich kein Problem damit, dass das eventuell kein studierter Job ist, dass der aber womöglich mehr Geld kriegt als ich. Und ich finde das also zum Beispiel, wo ich wirklich ein Problem mit habe, ist, ich sehe im Moment die Werbekampagne von PIN, dass echte Helden nicht immer wie Helden aussehen und ich möchte jedes Mal schreien, dann bezahlt sie doch wenigstens wie Helden, weil gerade ja die Postverteilungsfirmen dafür bekannt sind, dass die Leute laufend verhungern, sozusagen, also im Laufen verhungern. Und insofern, ich finde es nicht schlimm, ich finde es sogar wünschenswert, wenn solche Unternehmen zum Beispiel unter einem BGE sich einfach mal damit befassen müssten, dass für einen so harten Job, für ein Taschengeld keiner arbeitet. Und ich finde es sehr interessant, das dann mit Leuten wie mir zu vergleichen, die ihren Job auch für umsonst machen würden, und was das mit unserem Gehaltsgefüge und mit unserer Arbeitswelt machen würde. Das möchte ich tatsächlich sehen und ich bin sehr gespannt darauf. Okay, jetzt wieder ein Mann dran, also alle Hände hoch. Er hat schon, genau. Ja, das stimmt. Hallo. Ich habe eine Frage zu dem 3D-Druck. Ich bin da nur teilweise informiert, aber ich hatte mal eine Reportage gesehen vor gar nicht allzu langer Zeit. Da konnte halt jemand eine Figur drucken aus Kunststoff oder ich glaube auch aus Metall. Aber jetzt bin ich ein bisschen skeptisch wegen den Materialien, was man mittlerweile alles drucken kann, weil ich habe davon noch gar nichts gehört und finde es im Augenblick noch ein bisschen unglaublich. Vielleicht sollte also man mal was posten über Facebook bei den Linken, was man da ein bisschen mehr informiert ist, was aktuell ist. Also ich versuche gerade ein paar Medien davon zu überzeugen, mehr über dieses Thema zu berichten, weil es sich so extrem schnell entwickelt und man kann es gar nicht mitkriegen, weil es ja kaum irgendwo drin steht. Inzwischen kann man weit über 100 Materialien drucken, angefangen von Stammzellen oder Hautzellen. Man kann direkt auf großflächige Brandwunden drucken, und zwar in unterschiedlichen Layer, weil man unterschiedliche Hautzellen bei unterschiedlicher Tiefe der Verbrennung braucht. Man kann die also übereinander drucken. Man kann funktionsfähige Blutadern schon drucken. Das geht also alles schon. Es werden schon Implantate, die Knochen ersetzen, zum Beispiel Schädelknochen, werden auch schon gedruckt und benutzt. Man kann Glas, Keramik drucken, man kann alle Arten Plastik bis Bioplastik und so weiter drucken, man kann Stromkreise drucken, die direkt funktionieren, man kann fast alle Metalle drucken, man kann Papier drucken, man kann Holz drucken, Bambus oder anderes Holz, da gibt es unterschiedlichste Möglichkeiten. Also es ist fast grenzenlos, das ist aber die Materialwirtschaft für die Technologie 3D-Druck ist wirklich gerade am exponentiell sich entwickeln. In der Regel muss man heute noch mischen. Ich habe zum Beispiel zu Hause, wir haben so einen 3D-Drucker, wir haben Filamente zu Hause, die haben irgendwie 30% Metall dabei. Aber es gibt jetzt schon welche, wo Crowdfunding gesammelt wird, die werden mit über 90% Metallanteil rauskommen. Und das ist dann schon mal eine andere Ansage, ja. Man kann Carbon zum Beispiel wunderbar drucken. Das ist dann sehr belastbar, sehr stabil, extrem leicht. Man kann halt völlig andere Strukturen drucken. Also wie Wellpappe zum Beispiel, dann braucht man viel weniger Material, ist trotzdem stabil. Ich sehe schon, du bringst hier die völlig neue Sichten ins Publikum, das ist doch schön. Und du bist jetzt auch quasi, 2 Minuten hat sie noch, also wenn es noch irgendwie eine Frage gibt, ist
Frau-Frage? Frau Helm? Entschuldigung. Es war jetzt allerdings keine direkte Frage an Anke. Also sollte da noch was sein, würde ich dann sonst vorlassen. Da machen wir jetzt noch eine, da sind noch zwei Anke-Fragen. Die machen wir noch schnell. Bitte kurz halten. Würden wir zusammenfassen, damit sie zusammen antworten kann. Und jetzt haben wir mal die Quote-Liste ein bisschen durcheinander gebracht. Gut. Also nicht zum 3D-Druck, aber zu der Bemerkung, die Frau Domscheit-Berg gemacht hat, wir stehen am Anfang einer exponentiellen Kurve. Das heißt, wir stehen vor einer Revolution. Das ist nicht nur eine digitale, sondern wirklich eine Revolution der Produktivkräfte. Und ich will mal diese marxistischen Begriffe nicht umschiffen, sondern bewusst hereinbringen. Und alle Experten stimmen überein, dass die Auswirkungen dieser Revolution der Produktivkräfte mindestens genauso groß sein werden wie die industrielle Revolution vor 200 Jahren. Und wenn wir wissen, was die Linke will in ihrem Programm, neue Gesellschaft etc., was die Traditionen sind, Marxismus, dann müsste dieses Thema das eigentlich überlagernde, zentrale Thema der Linken sein. Und eine Zukunftswoche müsste das im Mittelpunkt stehen und alles andere ist Randproblem. So, und trotzdem die Frage an Frau Wabciniak, Sie haben ja selber gesagt, die Frau Nahles bringt da so eine Sache und aus der linken Ecke kommt nichts. Halina, kann man auch in 60 Sekunden noch fragen, dann bin ich draußen. Ja. Und ich schaffe auch nur noch die eine Frage. Wer immer noch eine andere hat, die brennt, muss mit mir mitkommen zur S-Bahn. Es war ein ganz wichtiger Punkt, denn wir stehen tatsächlich an der dritten industriellen Revolution. Und nach Jeremy Rifkin, dessen Meinung ich teile, tritt eine industrielle Revolution immer dann auf, wenn ein neues Kommunikationsregime und ein neues Energieregime aufeinandertreffen. Das war bei der ersten industriellen Revolution der Zusammentreff von Dampfmaschine und Buchdruck. Und bei der zweiten, die Sie gerade zitiert haben, war das die elektrische Kommunikation mit Radio, Telefon, Fax, Fernsehen und so weiter und die fossilen Energieträger. Heute haben wir das Zusammentreffen erneuerbarer Energien mit dem Internet und damit ein drittes Mal die Voraussetzung für solch eine wirklich disruptive, umfassende Veränderung der gesamten Lebensverhältnisse. Insofern vielen Dank für die Metaperspektive und das war mein letztes Wort. Dankeschön, das ist dann auch ein Verabschiedungsapplaus. Dankeschön. Jetzt kann die Frage auch eben auch an Halina gestellt werden. Ich wollte die Frage an Sie stellen. Erklären Sie mir doch mal, warum die Linke das nicht im Zentrum hat. Warum? Also, kann ich nicht erklären. Ah, okay. Das kann ich nicht erklären. Dann können wir doch mal genau, die Linke hat ja das Panel gemacht, hat angerichtet. Vielen Dank, dass du da warst. Komm gut nach Brandenburg und weiter geht's. Ja, ich wollte mal zur aktuellen Situation, also nicht erst jetzt, wenn dann irgendwann wir alles uns nur noch drucken, sondern zur jetzigen Zeitpunkt was sagen zum digitalen Prekariat und Arbeitskampf 2.0. Dieses digitale Prekariat, wenn wir jetzt überlegen, es müsste dort einen Mindestlohn geben, dann müsste dieser Mindestlohn eigentlich per Tastenanschlag sein, weil solange es dort keine Vorarbeiter gibt, die global die Geschwindigkeit des Laufbands einstellen, sozusagen wie in der Industrie, kann das anders gar nicht funktionieren, weil das sind teilweise Arbeiten, die dort erledigt werden, die gar keine Schaffenshöhe haben, sondern wo es diese prekären Verhältnisse zum Zeitpunkt nur noch gibt, deswegen, weil es im Moment noch günstiger ist, so rum das Menschen machen zu lassen, als dafür spezielle Algorithmen zu entwerfen. So, das ist ziemlich absehbar, dass auch da eine ganze Menge eingespart werden kann. Das heißt, ich glaube, dass so ein Arbeitskampf nicht diese Jobs erhalten würde, weil sie sich dann einfach nicht mehr rentieren würden. Und zum Zweiten auch man außer Acht lässt, dass das globalisierte Jobs sind. Also dass die, Sie haben es ja auch schon gesagt, dass dort Menschen in Arbeitskampf miteinander treten, die in völlig unterschiedlichen Verhältnissen leben. Also auch so ein globaler Mindestlohn überhaupt nicht zu beziffern und überhaupt nicht ansetzbar ist. Also in Europa oder Nordamerika machen das Menschen während des Studiums oder während der Vorlesung, dass die da nebenbei noch irgendwelche Sachen ausfüllen oder Bewertungen schreiben gegen ein bisschen Geld, während andere Leute davon in Entwicklungsländern Vollzeit leben und
unter sehr prekären Verhältnissen eben auch. Also insofern finde ich das sehr, sehr schwer vergleichbar und kann mir auch nicht so richtig vorstellen, wie so ein Arbeitskampf tatsächlich aussehen soll. Ich glaube, dass die Idee attraktiver ist, davon zu sprechen, dass Informationen, die geschaffen und gesammelt werden, autonom miteinander zu teilen, tatsächlich wichtiger ist. Und na klar ist das, wenn wir das tun, wenn wir miteinander Informationen teilen, auch unbezahlte Arbeit. Aber wir haben von der ja auch einen Mehrwert, wenn wir das autonom miteinander so organisieren. Und ich denke, wenn wir nicht in Existenzangst leben müssten, dann würde uns dieser Mehrwert des Teilens von Informationen auch ausreichen, auch wenn es selbstverständlich unbezahlte Arbeit ist. Angesichts der Zeit würde ich jetzt, wollt ihr dazu noch euch irgendwie dringend, also brennt euch jetzt was so richtig hart auf der Seele oder brennt es, Christian? Ich möchte nur generell, denke ich, dass in der Diskussion irgendwie der Optimismus zu groß ist gegenüber der industriellen Revolution. Ich denke, wir können, ja natürlich, die Frage ist, ist das jetzt wirklich eine industrielle Revolution, die vorhersteht, ja, und wenn das so ist, natürlich werden unangenehme Arbeiten, standardisierte Arbeiten und so weiter, können dadurch besser automatisiert werden möglicherweise, ja, aber auch alle vorhergehenden industriellen Revolutionen, ja, sind in Klassenverhältnisse eingebettet worden, ja, und irgendwie hat die herrschende Klasse es immer wieder geschafft, auch ihre Interessen durchzusetzen, ja, und diese Technologien, die dadurch entstanden sind, dann auch so zu kontrollieren, dass vor allen Dingen Unternehmen daraus Profite machen, ja, und sich und die möglichen Vorteile, die Potenzial nicht gleichermaßen in der gesamten Gesellschaft verteilt worden sind. Ja? Und genauso, denke ich, ist es mit der derzeitigen industriellen Revolution, falls es eine ist. Und genau dasselbe Problem ist dann auch beim 3D-Drucken. Ja? Wer wird dann diese Technologien kontrollieren? Ja? Und andererseits, wir können auch nicht davon ausgehen, dass es Vollautomatisierung möglich ist. Also selbst wenn man das Gedankenexperiment irgendwie weiterspielt, dass es gibt 3D-Drucker und sehr viele unserer Gebrauchsgüter können gedruckt werden und es gibt 3D-Drucker, die 3D-Drucker drucken, ja, dann könnte man sozusagen, ja, und es druckt Essen und alles, ja, dann könnte man ja an das Schlaraffenland glauben, ja, aber diese Drucker werden auch nicht irgendwie immer funktionieren, ja, das heißt, man wird sie reparieren müssen, ja, also ich denke nicht, dass es Vollautomatisierung, dass das möglich ist, ja, und andererseits ist es auch nicht wünschenswert, weil gewisse Berufe können und sollen nicht automatisiert werden, ja, also soziale Berufe und so weiter, und ich denke nicht, dass es eine Roboterkrankenschwester geben sollte. Genau, nein. Jetzt geht's los. Das ist jetzt hier der heiße Punkt, ja. Ob man von Robotern gepflegt werden will oder nicht. Okay, alles klar. Feuer frei. Also eigentlich brannte es ja nicht, aber jetzt brennt es. Ich sage noch kurz was zu den Arbeitskämpfen, bevor es richtig brennt. Ich glaube, das Problem bei Arbeitskämpfen ist, gerade wenn wir in eine digitalisierte Gesellschaft kommen, dass Arbeitskämpfe, wenn dann weltweit geführt werden müssen, weil solange wir sie nur nationalstaatlich führen, ändern wir an der grundlegenden Ausbeutung des Nordens durch den Südens, des Südens durch den Norden, naja, ist spät, Käse durch den Kopf. Also jedenfalls, wenn wir das sozusagen nur nationalstaatlich führen, ändern wir nicht die Weltwirtschaftsordnung. Und ich glaube, wenn wir über sowas wie digitalen Kommunismus, schlag mich tot, reden, dann müssen wir das weltweit denken. Deswegen müssen wir genau diesen Aspekt immer mitdenken. So, warum ich jetzt gesagt habe, es brennt. Ich bin nebenbei noch Gewerkschaftsmitglied und war ungefähr vor einem Jahr bei einem wirklich interessanten Kongress von Verdi. Und Verdi ist jetzt nur in bestimmten Bereichen nicht gerade der Vortoner, der Vorkämpfer in bestimmten digitalen Bereichen. Die haben aber auf diesem Kongress für mich sehr überzeugend dargelegt, dass die technische Entwicklung dahin gehen wird, durch Robotik und Sensorik, dass in, sagen wir mal, 10 bis 15 Jahren das, was heute klassisch Pflegearbeit und Krankenschwesterarbeit ist, also die Leute aus dem Bett hieven, die Leute waschen, die Leute hin und her fahren, dass genau all das gemacht werden wird von Robotern. Und dann ist doch die Frage,
was passiert mit den Menschen, die bisher die Leute gewaschen, getragen und etc. pp. Gemacht haben. Da ist doch eigentlich die spannende Frage, gelingt es einer gesellschaftlichen Linken oder gelingt es einer Gesellschaft dafür zu sorgen, dass das, was wir heute genau in dem Bereich kritisieren, dass das Menschliche wegfällt, wie wir das organisiert kriegen, dass wenn glücklicherweise der Roboter die eher stupiden, schweren körperlichen Arbeiten übernimmt, wie wir dafür sorgen können, dass die, ich nenne es jetzt einfach mal Pflegearbeit, die menschliche Zuwendungsarbeit, dass die tatsächlich noch stattfindet und auch finanziert werden kann. Die Debatte müssen wir uns stellen. Und da hilft es. Und wenn wir uns dieser Debatte nicht stellen, der Debatte darüber, was kann sinnvolle Erwerbsarbeit sein in Zeiten der Digitalisierung, sondern uns noch gefühlte 10 Jahre darüber streiten, ob 47% wegfallen oder vielleicht nur 45, vielleicht auch 73, vielleicht aber auch 15, vielleicht aber auch 96. Das ist doch alles irgendwie Kaffeesatzleserei. Ich finde, wir sollten irgendwie die Kraft und die Ideen darauf verschwenden, zu sagen, ja, was könnten wir uns vorstellen, was ist gesellschaftlich notwendig, was muss gemacht werden und wie kann das finanziert werden? Dazu noch einen Satz. Ja, man muss auch sehen, sozusagen, dass Pflegearbeit ist aber nicht nur diese physische Arbeit, wie du ja selber betont hast jetzt. Das ist auch diese mentale, psychologische Arbeit. Ja. Und die Gefahr ist die, dass wenn man davon ausgeht, es wird jetzt den Roboterpfleger geben, dass dann auch die Diskussionen kommen werden, ja, dann kann man auch einen Roboterpsychologen haben, ja, oder dann können die Leute die psychologische Komponente über das Internet bekommen. Und das sehe ich dann sehr wohl als eine Gefahr. Gleichzeitig gebe ich dir recht, dass diese harten physischen Arbeiten, die kann man möglicherweise automatisieren. Ja, aber es wird nicht möglich sein, die gesamte Pflegearbeit zu automatisieren. Und wenn das versucht werden würde, also dann wäre das eine Katastrophe, ja, dieser mentale, okay, soziale Aspekt. Okay, also da wart ihr dann auch nicht so weit auseinander. Die letzte Frage kam von Anne. Also haben wir jetzt noch Zeit für eine Frage. Nochmal Hände hoch, wer möchte, dann würde ich sagen, da, du hast so schon die ganze Zeit mit der Hand gewedelt, schon von Anfang an, du wirst gehört. Okay, also 2, 3, 4 Dinge zu dieser ganzen Diskussion. Ich habe bei diesem, nein, ich mache das ganz kurz, und komme nicht in Schwafeln. Das Erste, was ich bei diesem Zukunftskongress bisher gelernt habe, es gibt eine Marktwirtschaft 4.0, es gibt einen Sozialismus 2.0. Gestern Abend hat die MLI den Sozialismus 4.0 erfunden. Heute gibt es das Internet 2.0, was sowas ist wie Sozialismus gleich Sowjetmacht plus Internet. Letztendlich habe ich auch gelernt bei diesen ganzen Fragen, die Linke als Partei bewegt sich in ganz, ganz vielen Bereichen und Aspekten, auch du, Christian, in den Denkschablonen des 18. Jahrhunderts und versucht damit die Fragen des 21. Jahrhunderts zu beantworten. Wir können uns nicht stumpf und stumpf hier hinstellen und Verstaatlichung schreien, wenn es um Dinge wie das Internet geht, wo es eben darauf ankommt, dass Menschen miteinander interagieren und kommunizieren können. Es ist geradezu grotesk zu sagen, man soll Facebook oder sonst irgendetwas anderes an Wikipedia, das Allerschlimmste, den allerschlimmsten Albtraum aller Programmierer, weitergeben, wo Menschen durch Selbstausbeutung arbeiten. Das geht nicht. Wir können nicht Selbstausbeutung unterstützen, das Linke. Das nächste ist, das geht an Halina. Wir sind in einer Partei, die die Fragen des 21. Jahrhunderts doch immer mit Ideen des 20. Jahrhunderts und des 18. Jahrhunderts, des 19. Jahrhunderts beantworten will. In unserem ganzen Parteiprogramm tauchen Dinge, das habe ich gestern Abend bei einer anderen Veranstaltung schon mal gesagt, Dinge wie Roboter, 3D-Drucker, Digitalisierung, digitale Revolution und so weiter überhaupt nicht auf. Die gibt es für uns nicht. Digitalisierung, die digitale Revolution besteht für die Linke aus Datenschutz, Vorratsdatenspeicherung und Schutz der Grundrechte der Menschen. Das kommt jetzt gleich, das ist mein Abschlusswort, das ist das Allerbeste. Wir haben keine Antworten auf die Fragen der Zukunft und wir harren in der Gegenwart. Da müssen wir dran und das Ganze verändern. Das Letzte ist, das habe ich gestern auch schon mal gesagt, wenn Menschen in einer Partei wie der Linken zu Dingen wie 3D-Druckern zuallererst die Frage einfällt, was ist denn mit den Stahlarbeitern, ja, dann ist da etwas vollkommen falsch. Wir müssen uns optimistisch auf diese 3D-Drucker einlassen und die Frage nach den Eigentumsverhältnissen, nach dem Besitzverhältnis an diesen Teilen stellen und da Antworten für die Zukunft finden und auch Möglichkeiten des Gegensteuerns als Partei. Danke. Genau, das war auch keine Frage, aber wir sind ja hier in einer Diskussion, wie gerade schon richtig festgestellt wurde. Aber
Ich würde jetzt nochmal, weil ihr beide ja jetzt auch nochmal ganz konkret auch angesprochen wurdet, falls ihr da nochmal was zu sagen wollt, dann bitte. Na, ich will zumindest das Parteiprogramm verteidigen, obwohl ich ihm auf dem Parteitag nicht zugestimmt habe. Nein, weil ich finde einfach, so ein Parteiprogramm aus dem Jahr 2011 kann natürlich nur den Stand widerspiegeln, den eine Partei im Jahr 2011 hatte. Und so ein Parteiprogramm, wenn es im Jahr 2011 beschlossen wird, hat ja einen langen Diskussionsprozess. Und der Diskussionsprozess begann, Ralf weiß das besser als ich, 2008 oder 2009 oder so. Da sind verschiedene Sachen einfach noch gar nicht so diskutiert worden. Ich habe ja ganz am Anfang auch beschrieben, wie das war mit der Enquete Internet und digitale Gesellschaft. Insofern hast du zwar mit der Kritik am Programm recht, aber ich finde trotzdem, dass man an dieser Stelle das dem Programm nicht vorwerfen kann, weil alles hat seine Zeit und seinen Raum. Und damals war nicht mehr drin. Und ich würde jetzt auch davor warnen, das zu verbinden mit der Frage, ob wir nicht eine neue Parteiprogrammdebatte brauchen. Das finde ich falsch. Ich finde, man muss sozusagen auf Zukunftskongressen, man muss im Blick auf Wahlprogramme, im Blick auf andere grundlegende Papiere sich durchaus weiterentwickeln. Aber so eine Programmdebatte einer Partei, das würde jetzt weit führen. Ich könnte jetzt 2 Stunden über Programmdebatten und Parteien reden. Das wollen wir nicht. So eine Programmdebatte einer Partei sollte man dann vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt und dann vielleicht mit einem kurzfristigeren Ansatz noch mal führen, aber wie gesagt, ich will jetzt dieses Parteiprogramm an der Stelle doch noch mal ein bisschen verteidigen. Also ich sehe das eher aus einer theoretischen Perspektive, also ich lasse die Kritik nicht gelten, dass sozusagen Kapitalismuskritik aus dem 19. Jahrhundert, Marx und die ganze Tradition daher, uns heute nichts mehr zu sagen hat. Ja? Marx hat uns, also was... Ja, also ich bin dagegen zu sagen, sozusagen, ja, das Internet, die Digitalisierung, die Technik macht alles neu. Sie macht gewisse Dinge neu, aber genau das ist sozusagen auch Marxismus und Dialektik, die gesellschaftliche Entwicklung dialektisch zu denken, ja, was sozusagen ein dialektischer Aufhebungsprozess dann auch ist. Ja, und so verläuft auch Geschichte und so ist auch die Geschichte des Kapitalismus. Und so hat Marx auch den Kapitalismus gedacht als ein sich historisch entwickelndes System, wodurch die technische und gesellschaftliche, ökonomische und politische Entwicklung, neue Qualitäten entstehen, ja, gleichzeitig aber diese Veränderungen, solange es keine fundamentalen politischen Veränderungen gibt, nicht auf der grundlegendsten Ebene stattfindet. Und wir leben immer noch in einer kapitalistischen Gesellschaft, die organisiert sich aber anders. Darum sind auch manche dieser Einsichten aus dem 19. Jahrhundert immer noch wichtig im 21. Jahrhundert, wenn wir halt dann vom Sozialismus des 21. Jahrhunderts sprechen können, der auch ein digitaler Sozialismus sein muss. Das war's. Wir haben es alle geschafft und sind geschafft. 2 Stunden, vielen Dank an Christian und Halima. Anke ist schon weg. Vielen Dank auch für die Aufmerksamkeit und ich hoffe, es hat Spaß gemacht.